zu. Meine Brüder, ich bin zurückgekehrt zu einem neuen Livestream. Wie geht's euch? Welcome in the stream. Welcome in the stream, Freunde. Was machen Sachen? Wie war eure WL? Wie war euer Tag? Was habt ihr heute so gemacht? Haut mal raus, yo. Haut mal raus, yo. Mosi Abe, guten Tag. Yato, wie geht's euch beiden? Arda. Yato. Danny, welcome in the stream. Keller OG. Wie geht's euch an? Warte mal, wir gehen mal direkt in FIFA rein. Let's go. Moin, Michael Small. Hab, Digga. Was geht ab? Habe WL Rewards Laporte bekommen. Sehr gut, yeah. Aknabi Elva Schütze wurde vermisst. Nein, würde ich nicht sagen, Bruder. Hakan kann das auch übernehmen, aber ja. Hab diesen Eredivisie-Tots gemacht aus Verein über diese Mobile-App. Okay. Kann man machen. Guten Abend, Bro und Chat. Was geht ab, Bricks? Welcome in the stream. Guten dir, mir geht's auch tipptopp. Mir geht's auch tipptopp. Wie geht's euch an? Wie war eure WL? Ey, Leute. Leute. Ich sag euch ehrlich, ne? Was in der heutigen WL passiert ist, ne? Das ist nicht mehr normal. Ey, ich hab Dings an. Ups. Ich hab Dings an, sorry. Wie hieß das nochmal? Bildschirmaufnahme. Ja, Frau, kennst du mich noch? Natürlich, Bruder. Natürlich, Bruder. Wie läuft Boxen bei dir? Wie läuft Boxen bei dir, Bruder? Was geht ab? Welcome in the stream. Gala heute zu Hause 3-2 verloren. Das tut weh. Das tut weh. Cooler Dude. Welcome in the stream. Leute, alle, die dazu gekommen sind, wie geht's euch an? Digga. Wir können auf jeden Fall gleich meine Picks öffnen. Aber lass uns mal den hier machen. Bevor wir die Packs öffnen, ich meine die Picks öffnen, lass uns mal so auf entspannt. Schön erstmal die Likes voll machen oder auf entspannt. Wir sind gerade 7 Zuschauer, 4 Likes. Leute, Liebe da lassen, wenn es geht. Der Eredivisie-Tots bringt mir 0. Ja. Ab aus 100k Set 91er Kökçü gezogen. Win oder L? Bruder, wenn du den benutzen kannst, natürlich ein Win, ne? Wenn du den nicht benutzen kannst, dann nicht so geil, ne? Aber im Endeffekt, wenn du ein bisschen Coins bekommen kannst, ist bei jedem individuell, weißt du, Bruder? Wie kann man so viele Münzen machen? Boah, da bin ich der falsche Mann, Bro. Also was ich einfach mache, ist einfach so die Basics, Diggi. Ich spiele meine WL, ich spiele meine Rivals, ab und zu mal Squad Battles. Am Anfang bunkere ich immer, oder was, wenn ich Coins machen möchte, ich hole mir mal High-Rated-Spieler mit Top 5 Ligen und stabile Nation. Und kaufe die, wenn die günstig sind und wenn der Bedarf oben ist, verkaufe ich die. Und das gleiche auch bei Informs. Informs ab plus 80, 81 plus Rating mit einer guten Nation und Liga hole ich mir für Abschlusspreis oder halt für einen günstigen Preis. Und wenn die Preise wieder in die Höhe schießen, verkaufe ich die. Aber jetzt nicht, also das mache ich aber auch nur entspannt. Ne? Also man kann das auf jeden Fall viel, viel besser machen und viele andere Tricks anwenden, sodass man sogar mehr Coins machen kann. Kannst du Team bewerten, Bro? Schick mir dein Team. Hab gerade, vergesse es immer. Alles easy. Alles easy. Allein schon wegen der Flagge, Big Win. Joa. Vor der Zeit, wo ich nicht mehr bei dir war, ist echt viel passiert. Ich habe eine Zusage für einen Boxkampf bekommen und meine Schule läuft sehr gut. Hab auch jetzt wieder mit FIFA angefangen. Okay. Das ist ja gut, Bruder. Das ist ja gut, Bruder. Das erinnert mich aber auch etwas an meiner Zeit, Bro, wo ich in der 6. oder 7. war. Ich habe da komplett, ich weiß nicht, ob ich das dir damals erzählt habe, wo du dein Team gelöscht hast. Ich habe auch damals auf meinen Fußball verzichtet. Ich habe auf Playsee alles Mögliche, was ich hatte, verzichtet und habe full auf Schule fokussiert. Und nach 2 Jahren habe ich dann wieder mit Fußball angefangen. Aber Playsee hatte ich, glaube ich, erst nach 10 Jahren wieder angefasst. Aber freut mich, Bruder, wenn Schule und alles gut läuft. Freut mich, Brudi. Was hast du als zweiten Tots bekommen? Bin gestern pennen gegangen. Bro, ich hatte schon 2 Tots gehabt, aber der eine ist ja Parejo und der eine Raspadori. Ey, Bro, was geht? Hatte aus Moments Pack JJ Okocha. JJ Okocha. Geht er bei dir ab? Wie ist er? Ich meine, Bronze-Methode klappt immer noch gut. Oha. Es könnte sein, dass Pogba zu PSG wechselt. Das wäre ein bisschen albern, weil ich habe mal gehört, dass der mal gesagt hat, dass er nie zu Dings gehen möchte. PSG, weil, keine Ahnung, seine Familie ist keine Ahnung von welcher Mannschaft die Fans und
Das wäre eine Sünde für ihn. Wie heißt er auf PSN, Bro? Mach mal Ausrufezeichen PSN, dann kommt mein Dings raus. Salam, Bro, wie geht's? Waalaikum Salam, mir geht's tiptop, wie geht's dir? Habe zweimal Prime Icon Pick gemacht. Einmal Haji, einmal Garincha, heute ein Moments Pack gemacht. Del Piero, okay, bist du zufrieden? Bro, letzter Tag Fasten zu Ende, dein Fazit. Ging sehr schnell vorbei, ne? Ging sehr schnell vorbei. Ich schick dir mal gleich mein Team, frag. Kannst du machen, Fratte? Kannst du Icon Pick machen? Bro, mach ich nicht, weil lohnt sich für mich nicht. Ich werde auf jeden Fall aber durch die Swaps am Ende diese 91 plus Angriff Mittelfeld Pack mitnehmen. Assalamu alaikum, wollte als erstes, warte. Wollte als eins sagen und Okocha ist echt gut eigentlich, aber ein bisschen unbeweglich. Oh, das ist natürlich albern. Sorry, Bro, war gestern nicht da. Entschuldigung, alles easy, mein Süßer. Mach dir keinen Stress, Bro. Gleich 82 mal 25 kann ich dann aufmachen bei dir, ja. Wenn du das machen willst, sag mir Bescheid, dann machen wir das auf. Dann können wir, danach können wir auch gerne bei mir meine Picks öffnen. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du ready bist. Lelele. Okay, was steht da, Bruder? Was ist das für ein Name, Digga? Warte mal kurz. Mal ganz kurz Dings weg. Ich will mal kurz gucken, was da steht, Digga. Also sag ich mal eine Sache. Das ist schon lustig, Digga. Ist schon lustig, ihr wisst schon, diese zwei Kinder, die wir mal in unseren Chat hatten. Die haben auf jeden Fall, ich glaube, die haben auf jeden Fall jemanden gefunden, wo die auf jeden Fall deren negative Energie rauslassen können. Aber einerseits auch die falsche Person, weil damit verschwenden die nur ihre Zeit, weil bei mir bringt das nichts zu machen. Aber lustig auf jeden Fall. Noch 15 Ingame-Minuten. Achso, okay, Brudi. Mosi, morgen eat. Ja, Bro. Inshallah. Mosi, mach mal auf YouTube-Style. Ab und zum Beispiel 20 Likes öffnen wir meine Picks. Joa. Joa. Bin gerade Gym. Nach Gym wieder am Start. Fra Alisisi, Brudi. Guten Tag, geh wieder pennen. Muss morgen früh los. Alisisi, Noah. Bleib stabil. Viel Glück bei der Schule. Kannst du mal Team zeigen? Von wen? Hab Team geschickt, schau ich mir gleich an. Hab aus dem Prime Icon Moments Pack eine Karte gezogen. Hab sofort tiefer Account gelöscht. Ah, Bro, sag doch nicht sowas. Sag doch nicht sowas. Was geht ab, TK? Welcome in the stream. Welcome in the stream. Welcome in the stream. Wie war dein Tag, Digga? Mein Tag war tipptopp, Rudi. Mein Tag war TikTok. Mir geht's gut. Und mir geht es noch besser, weil ich euch jetzt sehe, mit euch interagieren kann und Spaß haben kann. Lasst einen Like und Abo da, sonst zieht ihr ein Hinsage aus euren Omens Pack. Ja, Leute, nicht vergessen. Komm, Mosi, mach Intertalk schnell Fazit. Können wir gleich machen. Alles nacheinander, okay? Alles nacheinander. Es kann nicht sein, dass ich die schlechte Seiten ziehe. Es nervt so. Ist nervig, Bro, aber niemals was erwarten, Michel. Niemals was erwarten. Achso, von mir? Okay. Können wir machen. Mein Team sieht aktuell so aus. Ich habe Dembélé auf meiner Bank gepackt. Ich dachte mir so, komm, ich wechsle den ein. Aber ich habe den nicht mal einmal eingewechselt. Simon. Robin fertig. Gab's jetzt Dawood Al-Sayed. Stabilovic. Was hast du in der WL geholt, Bruder? Ich sag dir ehrlich, ich habe eine sehr, sehr, sehr schlechte 13-7 am Ende rausgeholt. Ich stand in 9-2 gestern auf entspannt. Die zwei Niederlagen waren sehr respektlos. Vor Interspiel stand ich, glaube ich, 11-4. Das heißt, ich habe vor Interspiel zwei Siege, zwei Niederlagen geholt. War auch okay. Danach hatte ich auf jeden Fall, wie viele Spiele noch gehabt? Warte, 11. L4, genau, 6 Spiele hatte ich und ich musste auf jeden Fall nur 3 Wins holen. Digga, am Ende war das so. Ein Win hat mir noch gefehlt von einem Spiel. Ich wurde auf jeden Fall von den 6 Niederlagen, sage ich euch mal so, mindestens 4-5 Mal wurde ich dick gescammt, Digga. Die eine Niederlage, die ich auch bekommen hatte,
sag ich mal, okay, der Bre hat seine Bälle reingeballert. Da hatte ich jetzt nicht so Glück gehabt, hätte ich auch besser sein können, aber ich wurde auf jeden Fall mindestens 5-mal gescampt, aber 13-7 tut schon weh. Aber Euse und Matthäus aus zwei Prime Picks, stabil, Bruder. Also, was siehst du am Eid an? Könnt ihr morgen sehen. Morgen, diejenigen, die mich auf Insta haben, ich werde auf jeden Fall ein paar Kleider ziehen und das könnt ihr auf jeden Fall euch anschauen, Digga. Vielleicht lade ich ein paar Bilder hoch. Hoffe, ihr zieht was Besseres, macht gar kein Auge. Oh, Bruder. Bro, komm. Also hast du schon geschickt? Ich komm rein. Mosi, anonym, was geht ab? Vergessen auch bei mir. Oh Mann, das ist sehr eklig, Bruder. TK, das ist sehr eklig, wenn sowas passiert. IR hat WL Rewards geändert, damit man nicht Hakan Abin Rot bekommen kann. Das ist die Wahrheit, Bruder. Mosi mit Hemd und elegante Schuhe. Nein, sowas nicht. Sowas nicht. Ich werde auf jeden Fall schöne Klamotten anziehen. Werdet ihr auf jeden Fall schon morgen sehen. Werdet ihr schon morgen sehen. Kannst du eine Pizza empfehlen? Ah, Bruder. Anonym, Digga. Ragazzi Pazzi, Bruder. In Ral steht. Ragazzi Pazzi. Cool Italiano-Name. Aber du gehst in Iraner, Somalia, Inder, Kurden. Alle waren am Start. Mosi mit Konya-Trikot und Etli Ekmek in der Hand. Ja, Mann. Okay, komm. Wir hoffen mal, dass wir was Geiles sehen. Wir hoffen mal, dass wir was Geiles sehen. Einfach rein da oder einfach rein da ohne R3. Wie ihr möchtet. Ich bekomme eine Karte. Freund, der gerade reinsteckt, bekommt Ronaldinho. Ist halt Schicksal, Bruder. Mosi zieht nur Fener-Trikot an. Ey. Komm. Wollen wir erstmal den kleinen öffnen oder willst du den behalten? Josefa, schreib mal rein. Einfach rein, Damen. Willst du erstmal den kleinen oder den großen Pack öffnen? Oder ist egal? Lal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 
Das sieht gut aus. Das sieht doch geil aus. Du weißt sowieso, deine linke und rechte Seite sieht so oder so geil aus. Deine Innenverteidigung ist sehr geil geworden. Der Torwart ist geil geworden. Alles ist auf jeden Fall geil geworden, Brody. Wir werden jetzt auf jeden Fall safe viele kreative Nachrichten sehen, Mann. Hab nur wegen Tots erspielt, was sehe ich? Nur Schmutz. Ja, Brody, das ist halt FIFA, ne? Aber nichts erwarten, Huseferlein. Nichts erwarten. Keiner soll jemals was erwarten. Bro, wenn du Zaha oder Luis Suarez siehst, ich mach Auge oder so ein Lori. Brody, das Ding ist, mit Lori kann ich nichts anfangen. Suarez oder vielleicht ein Zaha als Super Sub wäre geil. Aber hey, Leute, checkt mal ab, ob ihr schon Liebe da gelassen habt. Lasst auf jeden Fall alle Liebe da. Bro, Fred ist so gut, Wallah. Glaube ich dir, Bruder. Glaube ich dir. Aber ich fühle einfach deine linke und rechte Seite, Brody. Die sieht einfach geil aus. Kann man hier alle, man kann alle von hier ziehen, ne? Und das sind ja die Eredivisie-Dots. Mal gucken, wen ich bekomme. Mal gucken, wen ich bekomme. Ein Sieg hätte uns gefehlt, damit wir auch so ein Team of the Week Set hätten. Moin, was geht ab? Siki, alles klar? Ich dachte nicht mehr immer Wallah sagen. Ja. Würdest du sagen, Fred Wechsel von Schachter Donetsk zu Menu hat sich gelohnt? Ich denke mal, für Fred hat es sich gelohnt. Ne? Da hat er auf jeden Fall safe gut Cash gemacht, aber irgendwie bekomme ich nicht so viel mit, dass er irgendwie auch performt. Ne? Weiß nicht, man hört immer so, dass er ein bisschen Meme und Pipapo ist. Aber komm, lass uns mal direkt reingehen. Ja, Gnabry kann man machen. Gnabry kann man machen. Mal gucken, wer der andere ist. Let's go. Let's go. Wen haben wir jetzt? Ah, Bruder. Ey, Arda, waren das nicht auch deine Picks, Digga? Das sind auch nicht diese Picks, Arda allein, Digga. Arda Naito. Kann man machen. Aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen gescammt von meiner WL. Ist okay. Hauptsache, die haben Dynamic Pitcher. 1:1. Arda. Wir sind nicht umsonst Familie, Bruder. Wir sind nicht umsonst Familie. Ihr wolltet wissen, von wo ich komme? Ich komme aus Konya, Digga. Ich komme aus Konya. Leider kann ich nicht die Sprache, aber im Herzen bin ich aus Konya. Im Herzen bin ich aus Konya. Yeah, yeah, yeah. Was können wir jetzt machen, Digga? Ja, Squad Battle Rewards. Hatte 9 Siege, konnte noch 11 holen, hatte aber gar keinen Bock mehr, einen Pick direkt. Laporte sehr stabil. Bruder, Laporte, Big Win, Bruder. Autoblock ist auf jeden Fall am Start. Vor allem F an diejenigen, die seine Showdown-SBC gemacht haben. Aber ja, und ich habe 11-9 geholt und Fred und Lori gezogen. Bruder, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, Brudi. Dachte, du holst mindestens 14-6 Siege. Brody, dachte ich auch, aber ich wurde dick gescammt. Also, ihr habt ja selber gesehen, Digga. 9-2, erster Tag. Und dann später 11-4, Digga. Dass ich nicht mehr geschafft habe, meine normalen Siege zu holen. Das Ding ist, viele haben ja gesagt, dass es voll gut war. Also mit gut meine ich, also dass die Gegner voll stabil waren, pipapo. Fand ich nicht, Digga. Fand ich nicht. Ich habe nur gemerkt, dass es noch ekliger geworden ist, Digga. Es gab auf jeden Fall sehr dumme Faxen von EA. Server waren top, Digga, sage ich euch ehrlich. Server waren top, aber es sind komische Sachen passiert. Konya? Also, hast du schon neue Squad Battles Rewards gesehen? Man bekommt Tots Pack. Boah, das habe ich nicht gesehen, Bruder. Bro, Aguero kommt wohl doch nicht mehr. Einfach fake gewesen. Ja, dann ist er ja so ähnlich wie Gabriel Jesus, ne, damals FIFA 18 oder 19. Welches FIFA war das denn? Welches FIFA war das denn? Bro, welches Land ist denn Konya? Bro, das ist eine Stadt in der Türkei, Bruder. Das ist eine Stadt in der Türkei. This is a city from Turkey. Sollen wir Food Champions Quali? Ne, Rivals ist jetzt wichtiger eigentlich. Ich glaube, wir sind wieder auf Null, ne? Shit, man. Shit, man. Eigentlich muss man diese Siege easy mitnehmen. Wie spät ist es? 23:25 Uhr. 23:25 Uhr.
Bro, Kocha, mein nigerianischer Bruder, ja. Hey Bro, kannst du mein Team bewerten? Ja, Bro, schick mir dein Team. Aber Konya ist größer als die Niederlande von der Fläche, ja? Größte Stadt in der Türkei, also Fläche. Oha. Moin, was geht ab? Iconics Felix. Welcome in the stream. Welcome in the stream. Aber hier müssen wir jemanden reinpacken. Wen können wir hier reinpacken? Was für Werte hat der? EP bockt nicht, ne? Aber trotzdem, man müsste den schon reinpacken. Können wir gleich ausprobieren, wie der ist. Du kannst nicht Türkisch reden, oder Bro? Nein, Bro. Ich kenne kein Türkisch. Bro, bin heute nicht lange da wegen Gebet von Eid. Muss noch in der Früh duschen gehen, mich fertig machen und so. Alles easy, Bro. Ist doch selbstverständlich. Ich bin auch nicht lange da. Ich spiele auch nur vielleicht ein bisschen Rivals noch. Ein bisschen noch interagieren. So bis 1 oder 1:30 Uhr bin ich auch noch und danach gehe ich auch weg. Schön eine Glatze machen, schön Bart machen, Kleider machen. Also die ganzen Klamotten und so. Bügeln, dies, das alles bereit machen, sodass man, wenn man morgen aufsteht, Digga, dass man einfach nur die Sachen anziehen muss und dann rübergehen kann. Hab mehr erwartet vom heutigen 19 Uhr Content. Ja, aber ist halt, wurde es halt Sonntag, ne? Aber es kommen, ja, ich in den nächsten Tagen noch geile Sachen, kann lange bleiben, hab Corona. Gute Besserung auf jeden Fall, Digi. Bro, jeder weiß, warum Aves duschen gehen muss. Da ist was gelaufen. Ich hoffe, er ist nicht Junoob. Hab geschickt über PSN, schaue ich mir gleich an. Hab jetzt diese IV-Tots gemacht. Okay, stabil. Bei gestern im Friseur musste 2 Stunden warten, damit ich dran komme. So geht es auf jeden Fall jeden. So geht es, glaube ich, erstmal jeden. Dark Cracker. Lalalala. Ah ja, den haben wir zusammengezogen, ne? Diesen 94er Cruyff hier, weißt du noch? Ja, Torwart kann man machen. Stabile Innenverteidigung, stabile Außenverteidiger. Mitte auch ausgeglichen mit Matthäus und Philipp Lahm. Je nachdem, wie du in-game spielst, aber müssen wir gucken, wo die Spieler sind. Aber auf den. Cruyff ist geil, Primo Eusebio ist geil. Dieser Martinelli cool, aber ich weiß nicht, wie der rechte Dings ist. Zu dem kann ich nichts sagen. Aber sieht schon cool aus, Bro. Sieht auf jeden Fall cool aus. Habe 60k. Boah, Timber wäre auch geil, wenn du den irgendwie reinpacken könntest. Timber vielleicht für ein Dings. Vielleicht für so ein Desai wäre schon cool, Diggi. Wenn die Möglichkeit besteht, so weißt du. Wenn die Möglichkeit besteht, könnte man ja theoretisch, ne? Aber dann wäre halt der Keeper nicht auf Full. Vielleicht kannst du ja Dings mitnehmen. Du packst vielleicht Timber für Dings, Desai und im Tor Edwin van der Sar POTM. Das wäre schon geil, Digga. Gestern habe ich noch Oise gezogen. Stabil, Bruder. RF Quad, ja. Du kennst mich noch, ja, oder? Na klar, Bro. Na klar, Brudi. Aber auf den. Auf den. Wenn ihr bei immer am Start seid, Digga, dann weiß man immer direkt. Dann weiß man auf jeden Fall besser Bescheid, weißt du? Aber dein Name, Profilbild, wenn das auch immer so bleibt, dann bleibt das schon. Auch immer Erinnerung. Was geht ab, Dennis? Welcome in the stream. Und ich vergesse keinen im Chat, außer er ist Juve-Fan, AC-Fan. Vergisst er vergisst er nicht. Er merkt sich die Namen seiner Erzfeinde, ja. Moses vergisst niemals. Habe mal Mbappé aus dem 7,5 Pack gezogen. Oha. Bro, kannst du PSN schauen? Gleich. Gleich. RF Anthony, RF. Joa. Habe ich damals den FIFA rasiert? Ah, Brudi, entspann dich mal. Entspann dich mal. Wenn du jetzt ernsthaft denkst, dass du mich rasiert hast, entspann dich mal, Bruder. Entspann dich mal. Auf Ernst, entspann dich mal. Nur der HSV. Was geht ab? Was geht ab? Aber es, Bro, du wirst gleich wieder von Nightbot über. Sorry, aber HSV feiere ich gar nicht. Okay.
Aves, das ist jetzt, ich sag schon Aves, Josefa, das ist ja dein Team, ne? Ja, auf dem, Brudi, wenn es geht, die linke Seite ändern, Brudi. Linke Seite ändern, die rechte kann man noch zur Not benutzen, aber linke Seite ändern. Bruder, hat nicht dieser HSV nur Faxen gemacht? Bruder, ich sag dir eine Sache, ich weiß ja, ob er das ist oder sein Kollege Justin, aber die bekommen auf jeden Fall schon bald ein paar Sachen. Wer ist in der ersten Bundesliga aufgestiegen, was sagst du? Also wer wird in die erste Bundesliga aufsteigen, Bruder, juckt mich nicht. Juckt mich nicht, Bruder, wer da hochkommt oder nicht, weißt du? Das juckt mich eigentlich nicht. Aber wenn es geht, Husserl für die linke Seite an, dann Brudi für die jetzige Zeit, weißt du? Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Aber es wäre geil, wenn HSV oder Pauli hochkommen, weißt du? So als Hamburger. Bro, glaubst du, diese Fehler von Radu wird Inter die Meisterschaft kosten? Oder sag nicht Fehler von Radu, Bruder. Sag nicht Fehler von Radu. Ist ein Mannschaftsfehler gewesen, weißt du? Kann sein, aber man muss, guck mal, wegen einem Torwartfehler darf man jetzt nicht sagen, ey, so, wie soll ich sagen? Darf man nicht sagen, dass die Mannschaft, dass die Meisterschaft wegen das gekostet ist, sondern es, guck mal, wie viele Spiele haben wir unentschieden gespielt? Da haben vorne unsere Stürmer oder die offensiven Männer die Bälle nicht reingeballert und man kann auch, man muss auch denen die Schuld geben, weißt du, wir haben 9 Spiele unentschieden gespielt oder viele Spiele, wo wir deutlich gewinnen hätten müssen, die Bälle haben die nicht reingeballert. Auch das Spiel, wo wir jetzt, wo jeder sagt, wo wir gegen Bologna jetzt verloren haben, wie viele Chancen hatten wir? Wir haben nichts reingeballert. Aber er hat danach geheult, weiß auch nicht warum er geheult hat. Ja, Brudi, ist doch klar. Ist doch klar, so Torwart ist immer der Buhmann am Ende, weißt du? Torwart ist immer am Ende der Buhmann. Aber wer ihn runtermacht, der hat meiner Meinung nach keine Ahnung vom Fußball. Ordentlich Packs gespart, ja. Nicht nur auf, also was heißt gespart? Ich komme auch nicht dazu, alle zu öffnen. Ich wünsche mir, dass Darmstadt aufsteigt, okay. Aber er hat, warte. Ich bin das nicht. Keine Ahnung, Bruder. Fiorentina hätte eigentlich gegen AC gewonnen, aber Pulgar ist ja bei uns, ja. Pulgar. Sag dir ehrlich, der Arme, weil jeder macht mal Fehler. Bruder, aber es ist ja nicht sein Fehler, Bruder. Es ist nicht sein Fehler. Es ist nicht sein Fehler. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht sein Fehler. Perisic hätte da nicht werfen sollen. Er hat einfach in die gegnerische Hälfte werfen sollen. Okay, der hat zum Keeper, Richtung Keeper gewechselt, aber davor war natürlich De Vrij. Er lässt ihn einfach durch, der Ball kommt zu Dings. In ein paar Minisekunden Reaktionszeit kommt der Ball einfach zu ihm und er hat auch kaum Zeit, sich zu entscheiden, was soll ich machen. Und bei Inter, jeder muss auf jeden Fall gut mitmachen beim Aufbau, vor allem auch der Torwart und passiert, ne? Dieser Dennis Yolju hasst uns und behauptet, wir wären sein Account immer diese Texte, das waren wir nie. Das waren nie wir. Ich weiß nicht, wir haben nur mit Errors und so. Bruder, auf den, HSV, Bruder, ich will jetzt nicht diskutieren. Ich will nicht diskutieren, ob du das warst oder Dennis das war oder wer auch das war, so weißt du. So, im Endeffekt juckt mich das nicht. Wer das auch war, macht weiter. Mir könnt ihr damit nicht schaden, wisst ihr? Mir könnt ihr damit nicht schaden. Wenn ihr Teil des Streams sein wollt, benehmt euch, habt hier euren Spaß, interagiert. Lasst uns über FIFA, über Fußball reden. Aber wer jetzt über diese negativen Sachen redet, bekommt Timeout und wer danach wieder darüber redet, Permaban. Egal, wie korrekt die Person auch ist, okay? Was geht da, Marco? Welcome in den Stream. Was sagst du zum Spiel Udinese und Inter? Ja, haben wir auf jeden Fall, wir haben gut gespielt. Wir haben auf jeden Fall 2-1 gewonnen. Man hätte das Spiel am Ende nicht so interessant machen müssen, weißt du? Man hätte auf jeden Fall schon in der ersten Halbzeit oder bevor das 2-1 passiert ist, hätte man auf jeden Fall früher den Deckel drauflegen können und auf easy 3-0 oder 4-0 gewinnen können, aber egal.
Timeout für HSV, Timeout für Dennis. Diskutiert hier nicht, okay? Hier nicht diskutieren, wer diskutiert, der bekommt Timeout. Wer Faxen macht, der bekommt sogar jetzt Permaban, okay? Was geht ab? Angelo, welcome in the stream. Hört mal jetzt auf, was juckt uns euer Kinderkram, ja, Digga? Viele sagen sogar, ich bin so alt, ich bin dies alt. Digga, wenn ihr so... Digga, auf den. Kommt mal alle runter, Digga. Würdest du sagen, dass dieses Gegentor war unnötig? Nein, Bruder, also... Guck mal, die sind ja auch gekommen, um Fußball zu spielen, Udinese, weißt du? Die sind natürlich auch gekommen, um Fußball zu spielen, um zu gewinnen. Aber auf den... Auf den, wir hätten auf jeden Fall schon früher das 3-0 machen können oder 4-0, weil ich habe gemerkt, sobald Gagliardini den Ball hatte oder vor allem auch Dzeko, sobald er den Ball hatte, das Spiel ist langsam geworden. Er kann keine Schüsse machen irgendwie, der kann keine Bälle verteilen. Und man hat auch richtig gemerkt im Team, keiner wollte am Ende den Ball mehr zu Dzeko spielen, weil die haben gemerkt, der nimmt unseren System auseinander. Lest mal meine letzte Nachricht, Bruder. Was hast du geschrieben? Links würde ich mit Mauro, Junior und Bamba gehen, also vom letzten Teambewertung. Okay. Stramme Jacke, Frau. Danke dir, Bro. Der arme Dzeko. Nein, Bruder, also auf den. Ich würde ihn lieber einfach nur als Super Sub, also was heißt Super Sub? Lieber die letzten paar Minuten einwechseln, wenn wir mal so einen Mann brauchen, der auch ein bisschen hinten helfen kann, aber Dzeko. Ich weiß nicht, Inzaghi versucht es schon seit Tag 1, Lauti und Dzeko zusammenzuspielen, das passt einfach nicht. Diese Chemie passt einfach von denen nicht. Also ist Hakan besser als Gagliardini? Bruder, natürlich. Arda, natürlich. Wie kommst du auf das, Bruder? Das, dieser Vergleich, darfst du nicht mal sagen. Du hast recht, auch bei Vidal wird anders, wenn er Ball hat, finde ich. Ja, Bruder, guck mal, Vidal ist später reingekommen. Er kam als Einwechselspieler rein und ihr müsst euch überlegen, die Spieler von Udinese, die hatten auf jeden Fall ein schwieriges Game gegen ein Inter. Gegen ein Inter und das Ding ist einfach, die Bres sind 80 Minuten, 70 Minuten gelaufen, waren kaputt, hatten müde Beine, schwierige Beine und Vidal konnte ich mithalten. So, wisst ihr, was ich meine? Ist schon albern. Korea oder Dzeko? Ich würde lieber Korea nehmen. Aber meine Lieblings-Dings wäre eigentlich Dings. Alexis und Lauti. Digga, Daka, den du meinst, rasiert besser wie Kane. Klar, Bruder. Klaro, Brudi. Moses Salam, kannst du Team schauen, Bruder? Kann ich gleich machen. Hakam muss mehr schießen. Hast du auf jeden Fall recht, Bruder. Aber ist halt Taktik, Bruder. Ist halt so, wahrscheinlich taktisch gesehen, darf er nicht so viel schießen. Eid Mubarak, die auch, Eid Mubarak, die und deine Familie, beziehungsweise alle im Chat. Geil, Bruder, stabiler Torwart, stabile Innenverteidigung, stabile Außenverteidiger, vielleicht links ändern, die linke Seite, also Guendouzi, also die beiden Winter Wildcards, aber sonst alles sieht schon mal geil aus, Bruder. Es sieht tipptopp aus. Es sieht stabil aus. Es sieht stabil aus. Und du hast doch deine WL gespielt, ne? Du hast ja diesen Typen in Rot, Bruder. Stabil. Aber mir ist aufgefallen, Hakan, jedes Mal, wenn er angegriffen wird, ist gefühlt weit hinten und vor allem, wenn Brose vorne ist, Hakan der Sechser. Ja, Bruder. Bruder, das ist System bei uns hinter, weißt du? So, ab und zu, unser Sechser geht auch in die Dreierkette und so. Also, ich liebe unseren System. Ich mag den. Auch den von Conte, aber auch von Inzaghi. Ich liebe unsere Mannschaft. Vidal hat doch vergessen, was Abseits ist. Nein, Bruder, das ist nicht die Schuld von Vidal, Bruder. Vidal hat gut mitgemacht, Bruder. Joaquin, Bruder. Joaquin, Bruder, das macht nicht mein Bezirksligaspieler. Er hätte durchlaufen müssen, er hat ihn direkt gespielt. Das war nicht das Schuld von Dings. Von Vidal, Bruder. Hab mir TR7 geholt und Daka. Okay, nice. Ein Freund hat für mich gezockt. Ah, lässt du jetzt wieder andere für dich arbeiten, oder was? Lässt du andere für dich arbeiten, oder was? Habt ihr eh gestern gesagt, ja. Ja. Das weiß ich noch. Warte mal, was kann man... Warte, vielleicht mache ich sogar ein Dings. Ein Objective. Vielleicht mache ich sogar jetzt ein Objective. Leute, diejenigen, die neu dazugekommen sind, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Auf korrekt. Und diejenigen, die komplett neu dabei sind, gerne ein Abo und Like.
Es würde den Stream und den Kanal helfen, zu wachsen und mehr Reichweite zu bekommen. Ich höre auf mit RS, okay, Bro, tut mir leid, dass ich genervt habe. Dieser Account, wo wir behaupten, wir wären das nicht, stimmt nicht. Das ist Dennis Schuljo. Bruder, egal, guck mal, ich sag dir eine Sache. HSV, Justin oder Dennis, egal wer das auch ist, Bruder. Egal wer das auch ist, wer jetzt über dieses Thema was sagt, Timeout, okay? Einfach nicht darüber reden. Ich habe das schon vergessen, das juckt mich doch gar nicht, weißt du? Ich habe doch nicht so viel Zeit dafür. Einfach jetzt Thema abhaken, seid Teil des Streams. Aber wer jetzt Faxen macht, da gibt es Konsequenzen. Meinung zu Vecino, Vecino ist mehr Quantität über Qualität. Ich hoffe, Atalanta gewinnt gegen Milan. Forza Atalanta, Bruder, das sind unsere kleinen Brüder. Digga, Milan muss einfach auch... Digga, hoffentlich Verona spielt unentschieden gegen die. Das wäre schon geil. Und Atalanta soll gewinnen und Sassuolo vielleicht auch gewinnen oder einen Unentschieden rausholen. Aber im Endeffekt, scheiß mal auf Milan. Scheiß mal auf Milan. Wir müssen einfach unsere Spiele alle jetzt gewinnen. Und wenn Milan choket, choken die. Wenn die nicht choken, gewinnen, haben die gewonnen. Ist einfach so. Wir hätten auf jeden Fall die Meisterschaft easy eintüten können. Haben wir nicht gemacht. Denn eben nächstes Jahr. Man muss einfach klipp und klar immer so direkt so reden. Und so nachdenken. Welche SBC kann man Kane reinstecken? Den kannst du eigentlich überall rein tun. Theoretisch kannst du den auch bei Gold Upgrade reinpacken. Aber auf den, Brudi, auf den. Warte erstmal ab. Vielleicht kommen ja demnächst Premier League Tots. Vielleicht ist eine SBC oder irgendeine Stürmerkarte, die dir voll passt, die zu deinem Team passt. Und dann kannst du den ja da reinpacken, weißt du? Forza Demiral. Ey, Demiral muss Tore ballern und dann muss hinten alles auf jeden Fall passieren. Was geht, Bruder? Siehst gut aus? Gesund, danke dir, Bro. Danke dir, HD. Wie geht's dir? Alles klar? Bro, nächste Woche Besiktas Fenerbahce Derby. Ja. Auf jeden Fall, Trabzon ist Meister geworden. Ich will nur damit sagen, falls du irgendwo einen Account siehst oder irgendwelche Sprüche siehst, das sind nicht wir, Bro. Okay, Bruder, dann denke ich nicht mehr darüber, okay? Dann denke ich nicht mehr darüber. Aber im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, wer das auch ist, ich bin der Falsche. Bei mir bringt sowas nicht. Also wenn ihr versucht, mich irgendwie zu demolieren oder so, das hat keinen Effekt bei mir. Okay, stimmt, yeah, man. Mosi FA Spiel? Nein, Bro. Lass uns so Games oder so jetzt immer so Offstream oder so machen, wisst ihr? Ich würde gerne mit euch zusammen spielen. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall aufsteigen. Lass uns demnächst gucken, Habibi. Okay. Bro, Lautaro soll für 100 Millionen in die Premier League. Bruder, wenn wir 100 Millionen für den bekommen, nehme ich. Aber das Ding ist auch, Aves, die Fragen aller Fragen ist, das Geld wird wahrscheinlich nicht reinvestiert, weißt du? Und das ist halt eklig, Bruder. Das ist halt eklig. Wir werden 100 Millionen einnehmen, aber die von 100 Millionen werden wir vielleicht nicht mehr von dieses Geld was ausgeben, sondern aus der Kasse was ausgeben, vom Vereinskasse, holen uns einen alten 36, 35-Jährigen und dann hoffen wir, dass wir Meister werden oder so. Die sind dumm, unsere Besitzer. Pro Clubs? Ah, weiß ich, Bruder, let's see. Bruder, ich glaube, ich hole mir morgen Formel 1. Mach, Bruder, wenn du Bock hast. Lautaro soll ablösefrei zu können, ja? Nein, hör mal auf. Hey, Baby. Come to Dubai. Wie spät ist es überhaupt? 23:25 Uhr. Lass uns im Sommer, Leute, wenn Tots vorbei ist, lass uns nach Sommer Pro Clubs und so weiter und so fort machen, okay? Pro Clubs, gegeneinander spielen und andere Games, okay? Wie ich das hasse, alle bunkern in der WL, Bruder, das ist sehr schlimm. Sehr schlimm momentan. Ursulas Fortnite nach lange mal wieder. Nein, Bruder. Lass uns im Sommer wieder alle spielen, im Sommer. Wir haben jetzt Tots, ich muss auf jeden Fall, lass uns mal ein bisschen wieder FIFA spielen, weil bald ist ja FIFA eh tot. Lauti verschießt aber auch jeden Elfer. Ja, Bruder, nicht auch jeden. Er macht doch viele rein, aber immerhin hat er den reingeballert, so weißt du. Bunkern ist Taktik. Bunkern ist Können. Oder wie letztes Jahr, Ende FIFA immer Pro Clubs gespielt, ja. Verschenkt eure ersten 5 Spiele, dann ist WL easy.
Ey, man muss eins sagen, dieses WL wurde auch gar nichts eingeschenkt, ne? Hätte, glaube ich, 7 Spiele gehabt, da hat keiner was geschenkt. Herzig wieder stark gespielt, ja, Bruder. Herzig hat stark gespielt, aber irgendwie, ne? Die Games, wo Perisic als erstes ein Tor macht, ne? Ey, die sind irgendwie verflucht. Das fällt mir irgendwie auf. Immer in den Spielen, wo er Tore macht, ne, als erstes, wir sind immer kurz davor zu choken irgendwie. Oh no. Ivan, lass Koop. Meinst du hier Rivals Koop, Bruder? Rivals Koop, wenn ja, dann... Das könnten wir ehrlich machen. Das könnten wir ehrlich machen, Brudi. Ich hoffe, Barella ist nicht verletzt. Ja, Bruder, hoffe ich auch. Eine Woche hat er auf jeden Fall Zeit. Aber wenn er auch zum Beispiel nicht da ist, wenn, dann ist zum Glück Hakan da, aber trotzdem ein Gallardini, solange der bei uns ist, ne, ist das auf jeden Fall schmerzhaft. Perisic soll keine Tore machen, ja. Er soll lieber Bälle verteilen, Digga. Und vorn und hinten einfach mitmachen. Aber ich will einmal, dass Inzaghi auf der rechten Seite Perisic spielt und auf der linken Seite Gosens. Nur einmal. Nur einmal. Oder heute hat man noch gesehen, Perisic ist müde. Barella sind müde. Uns einmal Dings die Chance geben. Gosens. Hakan besser? Nein, Junge, was für Hakan besser. Ich warte auf den Kommentar unter dem Zone-Video von Interspiel. Haben die schon Highlight hochgeladen? Ja, Bruder, ich kann jetzt nicht jedes Mal so auf den Kommentar machen. Aber vielleicht morgen oder vielleicht später. Also wieso findest du dieses Jahr Barella nicht so gut? Also Brudi, Barella in Real Life finde ich natürlich gut, Bruder, aber in FIFA finde ich den nicht gut, weißt du? In FIFA, weil du musst überlegen, seine Goldkarte war am Anfang gut, okay? Es gab nicht so viele Alternativen auf der Position, die solche Werte und so hatten und die so performt haben. Dann kamen seine ein, zwei Informs raus, die waren halt auch richtig gut. Und zu der Zeit gab es nur ein paar Alternativen, aber Barella hat sich auf jeden Fall mit den anderen durch eine Sache unterschieden. Und zwar mit seinen geilen Dribbling-Werten. Der ist halt sehr beweglich gewesen. Aber wie heißt das nochmal? Aber man sich überlegt, wen gab es als Alternative? Tonali, Road to the Knockout, Vidal, Road to the Knockout, Winter Wildcard, Milinkovic-Savic. Es gab viele Karten und da war Barella dann nicht mehr so speziell, meiner Meinung nach. Und ja. Aber in Real Life ist er eine Maschine. Was hörst du gerne für Musik? Safe 187? Nein, Bruder. Ich bin zwar Hamburger, aber nein, Bruder. Also wenn ich höre, dann mehr so die Sachen aus den 90ern, so weißt du? So Hip-Hop aus den 90ern. Ach, Moses Kopfballtore. Aber... Oder generell, am besten kann man das so sagen, wenn sich was gut anhört, dann hört man sich das an. Aber wenn es sich nicht gut anhört, dann einfach... vermeiden, so weißt du? Es soll sich einfach geil anfühlen, anhören, Digga. Vibes geben. Giroud oder Ibrahim Real Life? Oh, Bruder, erstmal Respekt für beide. Beide sind auf jeden Fall stabile Spieler. Aber ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte, zum Beispiel, wer in meiner Mannschaft sein soll, dann hätte ich auf jeden Fall Ibra genommen. Ibra. Letztes Jahr war Barella Prime, dieses Jahr ist auch gut, aber ein bisschen müde. Ja, ja. Also viele sind bei uns sehr übermüdet, das stimmt auf jeden Fall. Man muss auch so überlegen, Barella, ei, das kann gefährlich werden, sehr schön gehalten, dass Barella oder generell unsere Mannschaft seit gefühlt Saison 19-20 nur am Ackern sind. Vor allem bei Conte haben die gespielt, jetzt auch bei Inzaghi, ist schon heftig. Du bist der am meisten gehasst wird in den Kommentaren. Ah Bruder, das ist doch gut. Ob die mich mögen oder hassen, ist mir völlig egal, Bruder, weißt du? Sollen die mich hassen, sollen die mich lieben, juckt mich nicht. Wäre sich ein Tor gemacht, pass auf. Abo, ja. Also bei mir meinst du, ne? Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, aber wenn, dann muss ich aufpassen, Bruder, gefährlich. Sowas wie Time After Time oder wie? Bruder, einfach die 90er.
So Ice Cube oder Dog Pound, Nate Dogg. Wen gibt's noch? Tupac, Biggie. Wen gibt's da noch, Bruder? Auch diese Chicano-Musik. Chicano, G-Funk. Solche Dinge. Wie wird man müde vom Spiel? Aves, wie soll ich dir das erklären, Bruder? Hast schon mal im Verein gespielt? Aber ich erkläre dir mal so, Bruder. Beispielsweise jetzt Barella. Der spielt seit Saison 19/20 bei Inter. Jedes Spiel. Er hat mindestens schon 3x40, könnte man sagen. Er hat mindestens 120 Spiele schon für Inter gemacht, durchgespielt. Und man trainiert gefühlt jeden Tag, 2-3 Mal am Tag, verschiedene Sessions. Und vor allem bei Conte ist das Training und das Spielen noch sehr schwierig. Du kommst auf deine, überschreitest deine Grenzen und irgendwann ist man einfach müde, so weißt du? Weißt du? Und das noch jeden Tag machen ist schon schwierig. Bist der Beste, Bro. Briggs, du bist der Beste. Ihr seid die Besten. Hauptsache, ich liebe dich. Ja, Bro, das reicht mir. Solange ihr mich liebt, Digga, was juckt mich, was die anderen sagen? Das Wichtigste ist aber sowieso, dass man sich selber liebt. Weißt du, wenn man sich selber liebt, oder was heißt selber? Das, ja, eigentlich ist das nur das Wichtigste. Solange ihr euch liebt, scheiß auf alle anderen. Eminem und so, ich sag euch ehrlich, Eminem war nie so meins. Irgendwie. 120 so wenig, sagst du, Bruder. Aber woran merkst du, dass Barella müde ist? Aves, ich sag dir eine Sache. Mosey Coop. Mido, mit meiner Mannschaft oder deiner? Aber Bruder, wenn du jetzt sagst, 120 ist wenig, Aves, dann... Ich weiß nicht, willst du jetzt Spaß machen? Willst du wieder diskutieren? Bruder, 120 Spiele, das ist sehr viel, Bruder. Das habe ich auch runtergerechnet, weißt du? Einfach runtergerechnet. Sagen wir mal, in der Liga macht man in der Serie A pro Saison 38 Spiele, okay? 38 Spiele mal 3, seit er bei Inter ist. Plus Champions League Spiele hin und rück. Plus Coppa Italia, Supercoppa und so weiter und so fort. Das sind auf jeden Fall mehr Spiele, aber Brudi. Also wenn du jetzt sagst, dass das wenig ist, Bruder, dann hast du leider nicht so viel Ahnung. Aber das hört sich so wenig an, keine Ahnung. Das hört sich wenig an, Bruder. Das hört sich natürlich wenig an, aber Bruder, das ist sehr viel. Also ich weiß nicht, ob du in einem Verein spielst. Wenn du schon gespielt hast, dann kannst du das schon besser einschätzen. Bruder, das sind sehr viele Spiele. Das sind sehr viele Minuten. Vor allem Training, Bruder. Jeden Tag Training. Und nicht nur einmal Training, sondern 2-3 Mal wahrscheinlich. Dann auch bei Antonio Conte, wo der trainiert ja sowieso wie bei einem Militär. Und die meisten trainieren ja auch privat. Das ist schon schwierig, Bruder. In 3 Jahren Arbeits als Mittelfeldspieler ist schon viel. 100 pro, Bruder. Vor allem der erste Box-to-Box. Deins, okay, Bro, ich schick dir dann. Und Barella spielt immer durch, ja. Vor allem ist Barella Vater. Ja, Bruder. Barella ist, glaube ich, Vater von 2-3 Kindern vielleicht sogar, oder? Ich habe so ein Gefühl, er ist voll der Familienmensch, Digga. Wo bist du, Mido? Bist du online, Bruder? Are you online, man? Wenn nicht, dann mach dich mal online, dann spielen wir ein bisschen. Da, ey. Habt ihr geschickt, Bruder? Habt ihr geschickt? Guck mal, wie die schon gucken, Digga. Perisic, Bellingham und Chiellini, Digga. Auf dem Mido, damit du weißt, wir spielen auf jeden Fall Dings. Wir spielen auf jeden Fall am Anfang mit der 3. Ey, ist ja schon 3. Wir spielen mit der 4-1. Du weißt, so enge Raute spielen wir. Und gleich ab der 30. Minute oder so mit der 3-5-2, okay? Division Rivals. Barella ist in Cagliari geboren, ja. Dort geboren. Yukali hatte sogar Fußball gespielt. Aber Barella macht keine Tore, aber er ist trotzdem gut. Ja, Bruder, der hat... Das Ding ist alles auch taktisch. Ne? So bei Conte hat er schon mehr so offensiv mitgemacht. Aber dieses Jahr hat er viele Assists gesammelt. Ne? Also der macht auf jeden Fall seine Scorer. Ich schicke dir jetzt mein Team. Kannst du gerne machen.
Kannst du gerne machen, Brudi. Schick einfach. Oh, ey, yo. Nein, Bruder. Keine Angst haben, Digga. Keine Angst haben. Bruder, wir sind gut. Ja, 10 Assists, 3 Tore. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Okay, Jungs und Mädels, wir spielen auf jeden Fall. Ups. Ich spiele jetzt mit dem Mido zusammen. Und das sogar ohne Reden, Digga. Ah, shit. Kein guter Ball von mir. Aber wir müssen auf jeden Fall wieder reinkommen. Ein, zwei Spiele vielleicht. Oder vielleicht sogar dieses Game und wir sind komplett drin. Oh, shit, Digga. Und Hakan 10 Assists und 7 Tore. Bruder, das ist sehr gut. Hakan, Digga. Barella, wir haben auf jeden Fall, man sieht auf jeden Fall auch in der Tordifferenz, wir sind auf jeden Fall von der Leistung her eigentlich die beste Mannschaft. Wir haben auf jeden Fall unsere Spiele auf jeden Fall immer sehr gut gewonnen. Hat sich Barella trotz verdient? Ja, kann man geben. Kann man geben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann würde ich auch vielleicht sagen, je nachdem wie die Werte sind, dass man sogar, dass ich sagen kann, dass er vielleicht sogar gut ist. Müssen wir gucken, wie die Schusswerte sein werden. Aber wenn er eine Totzkarte bekommt, dann kann er auf jeden Fall vielen übertreffen. Oder besser sein als viele wegen seinen Workrates. Er wird ja hoch haben. Hoffentlich vielleicht sogar mit einem vierchen Weakfoot, was auch geil wäre. Sehr schön, Mido. Kostigi. Wir haben die meisten Tore und wenigsten Tore bekommen und trotzdem Platz 2, das nervt mich so hart. Ja, wir haben auch sehr viel Unentschieden gespielt, weißt du? Wir haben auch sehr viel Unentschieden gespielt. Wie ich schon vorhin meinte, also wenn jemand sagt, ja, wir haben wegen Radu, könnte uns die Meisterschaft kosten. Nein, diese ganzen Spiele, die wir easy gewinnen hätten müssen. Warum hat da Lauti keinen Ball reingemacht? Was heißt Lauti? Scheiß mal auf Lauti generell. Wir müssen ja am Ende, wenn wir gewinnen wollen, auch die Tore machen und wir haben so viele Spiele gechoked, ne? Das ist schon albern. Aber ja. Aber im Endeffekt, wir sind trotzdem gut dabei für die ganzen, je nachdem, dass wir noch diese Mannschaft haben, ich bin noch sehr happy. Ich bin noch sehr happy. Vertraut mir. Wäre diese Pandemie nicht gekommen, vertraut mir, wir wären auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft gewesen. Wir hätten noch alle Spieler von uns, wir hätten nie diese Geldprobleme gehabt. Vielleicht hätten wir noch bessere Spieler gehabt. Kostigi! Was geht, Mosi Abi? Was geht ab, Fabri? Fabri, alles klar bei dir? Was machen Sachen? Ey, Shiri, faul. Nein, Bruder, wenn der durchgekommen wäre, auf frech, Digga. Auf frech, Digga. Also Weekend League schon, ja, habe ich schon aufgemacht, Bruder. Die Rewards habe ich schon aufgemacht. Dings, wen habe ich nochmal gezogen? Ich habe die Picks von Arda gezogen. Also, wir haben die gleichen Picks gehabt. Wer war das nochmal? Hoppala. Genau, Gnabry und Dings. Gnabry und diesen Kakure. Ah, Bruder, Dings, der hat 4-3. 4-3. Der Broso. Also 3 schnelle Skill-Moves. PL-Teams sind angeblich an Satriano interessiert. Habe ich auch mitbekommen, Bruder. Also Chelsea, Tottenham und so. Arsenal. Also wenn die den haben wollen, 60 Millionen. 60 Millionen sollen die hinbuttern. Und Kauf... Also Rückkaufoption von Dings. Inter soll auf jeden Fall beinhaltet sein. Sehr schön, Chesney. Und wenn es geht, Digga,
Pinamonti vielleicht sogar für 30 Millionen irgendwo loswerden oder irgendein Deal noch reinballern, wenn es geht. Wie war bei dir die WL, Fabrizio, beziehungsweise die alle im Chat, die sind? Wie war eure WL? Sehr schöne Grätsche, der Frei. Ja, Mido, Digga. Ich mach mal kurz. Ah, shit. Ich dachte, vielleicht machen wir Start und die Brees gehen raus, Digga. Aber läuft gut. Läuft gut, Habibi. Oh, shit. Wisst ihr, wie ich und Mido immer spielen? Als würden wir Pro Clubs spielen, Digga. Also, was heißt Pro Clubs? Wir spielen für die Mannschaft, Digga. Und sowas liebe ich, Digga. Wir spielen für die Mannschaft. Und was ist mit Esposito? Er war Saison 1920 großes Thema bei uns. Ja. Bruder, ich will den ehrlich gesagt nicht haben. Wenn es geht, verkaufen. Aber auch bei ihm Rückkauf-Dings reinpacken. Weil kann sein, dass er immer noch explodiert, weil der hat auf jeden Fall ein sehr gutes Potenzial, aber sein Charakter gefällt mir nicht. Dieses Diva, Geld haben, zu viel Schickimicki machen, sowas brauchen wir bei Inter nicht. Wir haben schon sehr viel Erfahrung damit gemacht. Bruder, habe 11 Siege geholt, Gnabry und Tor, Debo, Red Pick und die Packs. Müll, aber eigentlich geht voll fit. Red Picks sind stabil, Bro. Schmeckt. Habe nur 11 Siege gemacht, die anderen verschenkt. Schwitzen alle. Ja. Aber auf den Bricks vielleicht auf entspannt. 3 weitere Siege hättest du doch hochholen können. Auf entspannt, weißt du? Aber solange du damit zufrieden bist, geht fit. Stabil, Bro. Mido, wir gehen auf jeden Fall ab, Bruder. Ich dachte gleich ein, zwei Games, bis wir uns einspielen, aber Alhamdulillah, Bruder. Ramadan ist vorbei, Digga. Wir sind direkt giftig geworden, Digga. Direkt giftig geworden. Eiskalt, Digga. Einfach Mido und ich haben Eiswürfel in unseren Boxershorts, Bruder. Glaubt ihr uns das, Digga? Lauti, Lauti, Lauti. Yeah, sehr schön. Sehr schön, Bruder. Kurze Eck. Boom, Bruder. Boom, Bruder. Boom. Bin zufrieden damit. FIFA ist bald Ende. Ja, auf den. Wir haben noch 2. Wir haben noch jetzt sehr, 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 sehr volle 2 Monate Content für, also vor uns, okay? Es wird auf jeden Fall stabil einmal reingebuttert und danach wisst ihr selber, wie das mit FIFA ist. Danach vielleicht kommt da auch entspannt für die ganz, ganz Hardcore-Fans so ein paar Karten und so. Aber ja. Yeah. Bro, gute Leistung, Mido. Wir haben dir nicht mal einen Schuss gegeben lassen, Digga. Stabile Leistung, Bruder. Ich hoffe, dass wir. War das unser. Guck mal, das war unser erstes Game. Ich glaube, ich habe jetzt diesen Zweier, diesen Booster jetzt. Ich hoffe, dass du den auch hast, Bruder. Ich hoffe, dass du den auch hast. Kann man Gnabry als 10er testen? Bruder, was heißt testen? Spiel den als 10er, Bruder. Geht doch fit, Bruder. Spiel den als 10er. Wenn du den Ingame das machen kannst. Mosi, warte, Mido X, Mosi, du Bruder, wir sind stabil. Jo, schau, muss ich schon mal PSN? Nein, nicht jetzt, Bro. Nicht jetzt, wir sind jetzt. Am Grinden, Brudi, schick mir dein Dings, schick mir deine Sachen, ich guck mir das später an. Okay? Was geht ab, Bubu Bubu? Welcome in the stream. Mido Legende, Mido ist ein sehr guter Junge. Er ist zwar aus Österreich, ne? Aber trotzdem ein guter Junge. Nein, Spaß. Bin schon bei FIFA 23, yeah. Oh mein Gott, ich schwöre, habe Ronaldo 96 gezogen, kostet 6,5 Millionen, wie hast du denn den gezogen, Bruder? Wie hast du den gezogen, Habibi? Was geht ab? Hab gesehen, hast einen Tots gezogen, wer war's? Ne, ich habe keinen gezogen, Bruder. Ich habe keinen gezogen, ich habe halt 2 Tots, aber Raspadori, SPC und Parejo. Habt ihr mein Team geschickt? Schau ich mir später an, Jungs, okay? Aber mecker nicht wieder über mein Profilbild, Bruder. Ich sag das trotzdem, Bruder. Du weißt doch, Bruder, das ist jetzt. Das ist Kultur. Das ist Kultur. Meinst du, Barella fällt länger aus? Er hat sich ja verletzt. Bruder, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich bin leider kein Arzt, weißt du? Ich bin leider kein Doktor. Sah schon. Ich weiß nicht. Da konnte er auf jeden Fall leicht noch gehen mit Hilfe.
Mal gucken, was die Ärzte sagen. Hoffentlich auf jeden Fall nichts mit irgendwelchen Venen, Sehnen oder sowas. Aber wie geht's dir, Flames? Alles klar? Eichenpack 93 plus. Ach so, Ronaldo. Ronaldo, Junge, weil ich hab einfach Cristiano Ronaldo an ihn gedacht. Ich so, hä? So, ich war mit den Gedanken halt komplett woanders. Aber wenn du den gezogen hast, GG, Bruder. GG. Normal bei dir, Bro, bei mir auch. Tipptopp. Tipptopp. Immer. Immer. Salamu, alles gut? Bro, Alhamdulillah. Wa alaikum salam, Bro. Bei mir alles tipptopp. Was geht bei dir, Kakashi? Kakashi! Aber du, das ist vielleicht so einer, der will so Elfer rausholen, ne? Der will so Elfer und so haben, aber wir sind nicht dumm. Mein Barella Headliner und Rota Adimi sind schwimmen gegangen in 1880er Team. Oha. Oha, Bruder. Adimi hätte ich verstanden. Barella tut weh. Also auf den. Auf den als Inter-Fan, Digga. So eine Headliner-Karte abzugeben. Ist albern. Nein, das ist Theo Hernandez. Aber ja, man, Leute, diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Und check doch ab, ob ich schon ein Like da gelassen habe. Ah, schade. Ob ich schon ein Like da gelassen habe, das würde auf jeden Fall den Kanal und Stream helfen, zu wachsen. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb, Leute. Ein Like fehlt uns noch, dann haben wir die 20 geknackt. Kommt. Bro, komm, wir machen das auf jeden Fall, Mido. Wir werden die auf jeden Fall rasieren. Schade, Bruder. Geiler Ball. Schade. So ein Öle der Gegner. Sagst du, Bruder? Ah, schade, Bro. Schade, Brudi. Schöne Grätsche. Aha, kein Dings. Letztes Jahr Barella Tots war Maschine. Ja, Barella Tots war letztes Jahr geil, aber dann kam Tonali Faddis. Tonali Faddis und der hat ihn auf jeden Fall dann auseinandergenommen. Auf den. Irgendwie Tonali bekommt so voll die geile Karten in FIFA, finde ich. Die sollen wir auch Barella ein bisschen mal gönnen, Digga. Er performt mehr. Bro, schau später Insta und gib mir eine Antwort zu der Frage, die ich dir gestellt habe. Sehr wichtig. Ja, Brudi, sowieso. Mach ich. Weiß ja selber. Wir schreiben sowieso. Ey, guck mal, der sollte so Perisic, Digga. Was war das, Digga? FIFA, Digga. Aber, shit, man. Obwohl, so sehr auf Chiesa Tots oder sowas. Oder kann sein, dass Chiesa leider keine bekommt, ne? Also, der ist ja leider verletzt gewesen. Vielleicht bekommt er so eine Flashback-SPC, weißt du? Aber von Dingen hat er schon eine Totti-Nomini-Karte. Wer weiß. Inter, FIFA, 100 Pro. Dachte damals immer Tonali und Saniolo, selbe Person. Ah, Bruder, wie kamst du darauf, Bruder? Der eine ist blond, der eine ist schwarzhaarig, Bruder. Wie kommst du denn da drauf? Oh shit, mein Fehler. Aber wir haben. Morgen kommt Safe Player Picks. Warte, lese ich mir gleich wieder durch. Hoffe auf Bastoni Tots, hoffentlich, Bruder. Wenn nicht bekommt, RIP. RIP. Ansaldi.
Ah, schade. Oder sonst Skamaka zum Endspielen. Ja, könnte sein, dass er bekommt, aber ich weiß nicht. Ich finde eigentlich nicht, dass Skamaka einen verdient, so weißt du? Er ist mir zu average. Wie kann man... Was ist das richtige Wort im Deutsch für average? Einfach mittelmäßig, Durchschnitt so, ne? Ich weiß nicht, ich finde, der wird zu sehr gehypt von uns allen. Also, was heißt von uns allen so? Von den Medien und Pipapo, Sassuolo und so. Ey, was passiert da gerade? Controller? Wenn Skriniar keinen Tutz bekommt, dann weiß ich auch nicht. Bruder, kann auch sein, dass er keine bekommt, ne? Weil du weißt selber, die meisten werden, Julia Bali wird vielleicht eins bekommen. Bastoni wird vielleicht eins bekommen. Die werden vielleicht so nach FIFA-Dings gehen. Wer Informs hat und solche Filme, so weißt du? Die gehen nicht so auf Real-Life-Performance und so. Kann auch sein, dass Chesney keins bekommt, sondern Dings bekommt. Mignon, so. Keine Ahnung, mal gucken. Weil Chesney hat zum Beispiel aus der Serie A die meisten Informs. Die meisten Informs von den Keepern, aber Mignon ist halt so diese geilere Karte für FIFA-Community, so weißt du? Ist der Niole gut? Der hatte ja mal auch eine krasse Verletzung damals, ne? Bro, der ist gut. Der hat Potenzial auf jeden Fall, aber der verletzt sich gefühlt jede Saison. Ist wie so ein Dybala und so, weißt du? Wer das Video liked und abonniert, kriegt Zaha und nächste Woche Ronaldo Tots in Rot Pin. Komm, jetzt ist Zeit auf jeden Fall für den nächsten Pin. Habibi. Eid Mubarak, mein muslimischen Bruder. Yeah, man, euch alle auf jeden Fall. Average ist Durchschnitt, yeah. Durchschnitt, durchschnittlich. Was denkst du, wer bekommt von PSG einen Tots? Bro, ich hoffe auf jeden Fall, dass, was heißt hoffe? Aber Dings sollte auf jeden Fall eins bekommen, Brudi. Wie hieß er nochmal? Mbappé wird auf jeden Fall safe eins bekommen. Messi, vielleicht auch. Nee. Ein Schuss, ein Tor, Digga. Joa. Wer glaubt, dass EA nach der Voting-Ergebnisse der Spiele die Tots wählt, ist lost. Das ist Bluff, die wählen selber. Die Baller soll weniger als Lauti verdienen? Ich glaube nicht, oder? Ich denke safe nicht. Serie A Tots, Minio. Nein, Bruder, das Ruiz niemals. Oder warte, ich lese mir das gleich wieder durch. Ich lese mir gleich den Chat wieder ein bisschen mehr durch nach dem Game. Aber Ruiz würde ich nicht sagen, Bruder. Warte mal. Forza Inter, wo ist Hakan? Ja, Mann. Es wird ja wahrscheinlich, guck mal, es werden ja eh 15 Spieler sein, ne? Nee. 15, oder? Auf den 11, eine Startelf, 4-3-3 und 4 Auswechselspieler irgendwie, ne? Ey, der Ball ist gut. Aber warte mal kurz, wir machen das gleich. Auf entspannt. Aber Ike Moments, Ferdinand, Win. Ja, kann man machen, Bruder. Kann man eigentlich machen, aber ich habe gerade die Stats nicht im Kopf. Kommt nicht auch Bank? Ja, Bank kommt auch, Bruder. Bro, lass mal jetzt, Mido, du musst nicht unbedingt antworten, aber ich habe jetzt auf 3-5-2 umgestellt, okay? 3-5-2. Achte auf jeden Fall auch auf die Flügelspieler jetzt, also die rechte Bahnspieler. Chiri, Paul. Es wird aber auch SBC und Objectives kommen, ja. Nicht, also es werden ja pro Ligen 2 Objectives kommen, ne? Nicht vergessen. Tots Objective und Tots Moments. Nicht vergessen, immer 2. Und das ist schon geil. Aber ich weiß, so letztes Jahr Serie A wurde auf jeden Fall wieder gescammt, Digga. Letztes Jahr La Liga und Bundesliga hat gefühlt jeden Tag eine SBC bekommen und so. Gefühlt jeden Tag. Und Serie A, wen hatten wir denn? Ich glaube Lozano, Digga. Nainggolan und Immobile. Und es kam halt Chiesa und Zapata, aber das war halt Dings, ne? Wie soll ich sagen? Tots Community, aber ist halt keine Serie A-Dings-Content, ne? Sondern Community. Aber Leute, ich mach mal ganz kurz mit dem Midoline kurz ernst. Wir müssen auf jeden Fall dieses Spiel mitnehmen. Der Gegner ist eigentlich gar nicht gut. Der zappelt nur rum, Digga.
Broso, Broso. Broso, sehr schön. Was geht, Marcel? Alles klar bei dir? Welcome in the stream. Wenn Haka nicht im Team ist, dann wird er eigentlich SBC oder so bekommen, sonst lost 100 Pro. Das Ding ist, EA wird niemals so viele Interspieler machen. Eigentlich wäre das auf jeden Fall verdient, so weißt du, wenn wir das bekommen, weil auf den, man muss ja die Spieler das geben, die es auch verdienen, so, aber mal gucken. Okay, Bre, muss jetzt noch beten. Heide, tschüss. Bro, Güle, Güle, ihr Gejeler, wir sehen uns morgen. So ein Kelpmann, ja. Ah ja, hab seine Team jetzt. Geil. Geil. Aber weißt du, was eklig sein wird, Marcel? Wenn du noch deine Milan-Trikot hast und er ein Milan-Trikot anhat, das wird sehr eklig aussehen. Aber wie geht's dir? Alles klar? Welcome in the stream. Was machen Sachen? Schönes Ding, Digga. Extra kurz gewartet, damit er flach macht, Digga. Ab und zu, Digga, wenn man hochschießt, Digga, die Keeper halten den, Digga. Sehr schön, Mido. Uff, Junge, was macht der da, Digga? Mido, Habibi. Seine Tür so scheiße, habt den abgegeben? Ah, Bruder, du musst ihn als Ding spielen, ZDM in-game, dann ist er gut. Ich hab so viele Gold-Rares, Non-Rares für Player-Picks. Bruder, ich warte auch auf irgendeinen Player-Pick, Digga, und dann ab geht's, Digga. Morgen locker 25 Player-Picks. Ach so, soll morgen Player-Picks kommen, Digga? Soll morgen Player-Picks kommen, wenn ja? Wild. Und was für ein Ding soll denn rauskommen? Also, was für ein Rating? Plus 80, 81... Habt ihr da schon Informationen? Lauti? Schade. Junge, Digga. Zanetti ist bei mir MF, ja. Yeah. Kustigi. Glaube aber, dass Player Picks immer Dienstag. Mhm. Liga geben die nur fast ganze PSG-Mannschaft, heißt, die können auch. Was volle Inter bringt, aber PSG bringt viel Geld rein. Ja, Bruder, das stimmt. PSG ist einfach Brand, Bruder. Brand. Es ist längst kein richtiger Verein mehr. Schiri, faul, Mann. Mosi, Montag und Dienstag ist immer Upgrade-Tag. Ich glaube, es kommt 75 plus, weil es die lange nicht mehr gab. Boah, 75 plus ist albern. Blaubitsch habe ich auch, cool. Mido, wir haben auf jeden Fall rasiert, Bruder. Wir haben auf jeden Fall rasiert, Bruder. Wir dominieren, Digga. Mido, warum machen wir das nie so, Bruder? Auf dem oder so kommen wir in zwei Stunden intensiv spielen und dann sind wir ein Dings, Bruder. Dann sind wir in Elite, Bruder. Stell dich mal vor, nächstes Jahr gibt es Co-op BL. Also nächstes FIFA, das wäre verrückt. Das wäre verrückt. Aber ja, aber 75 plus kannst du die meisten machen und nicht viel abgeben. Ja, das stimmt auch. Auf jeden Fall hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Das stimmt. Ist auf jeden Fall besser als Packs. Also ich würde lieber immer einen Pick mitnehmen, anstatt einen Pack. Weil Pack ist meistens immer Müll, meiner Meinung nach. Wenn man... Kennt ihr so beispielsweise 80 plus Packs, da kommen zwei Karten raus mit plus, finde ich Bluff. Picks sind immer geiler, Digga, und ihr könnt doch immer entscheiden, was ihr haben wollt. Und die lohnen sich auch sehr gut. Achso, warte, ich muss ja auf Spielen drücken. Warte, ich schaue mir in der Zeit, wo sich die Mannschaft lädt, einmal kurz diese Tots-Mannschaft an. Fabrizio hat das geschrieben. Howard, Mignon, Verteidiger Dumfries, Skriniar, Koulibaly, Theo, okay, Mittelfeld. Barella, Milinkovic, Savic und Fabian Ruiz. Und Sturm, Immobile, Vlahovic, Leao. Ich glaube, das wird so nicht sein, Bruder. So wird das, glaube ich. Also, ich verstehe schon, worauf du willst, aber es ist ja 4-3-3-3, weißt du? Sorry, 4-3-3. Das heißt, im Sturm, denke ich mal, wenn die höchstwahrscheinlich Immobile geben, safe. Linksflügel, Leao. Rechtsflügel, Berardi. Okay?
Mittelfeld, meiner Meinung nach, wer es verdient reinzukommen, ist auf jeden Fall von Inter 100% auf einmal, also 100% einmal auf jeden Fall Dings, Hakan. Von der Leistung her, ne? Hakan auf jeden Fall. Aber politisch korrekt machen wir auf jeden Fall den hier. Wir packen Milinkovic-Savic rein und Pašalić. Der Kroate von Atalanta hat auch sehr gut die Saison gespielt. Aber wenn es nach mir gehen würde, aber auch in der Realität, eigentlich Barella und Hakan. Und Milinkovic-Savic. In Verteidigung würde ich eigentlich auch Skriniar und Dings reinpacken. Bastoni, aber ich glaube, FIFA wird wahrscheinlich Bastoni reinpacken, weil er so viele Informs hat und sogar nicht mal einen Headliner bekommen hat. Und vielleicht Koulibaly. Linksverteidiger Theo und Rechtsverteidiger vielleicht sogar Cuadrado, obwohl ich da auch einen Dumfries sehen würde, weil der hat auf jeden Fall eine gute Leistung gezeigt. Aber die werden da vielleicht schon Cuadrado reinpacken, weil Cuadrado ist auf jeden Fall die beliebtere Karte, will man mehr haben. Ist halt auch Falsch Saskiller und Ingame auch besser. Aber mal gucken, vielleicht kommen ja einige Spieler als SPC raus, einige auf der Bank. Auf jeden Fall Kandreva verdient eine Karte, sehr viele Scorer gesammelt, Vlahovic. Vlahovic, wer noch, Digga? Giovanni Simeone, Lauti verdient auch eine. Dzeko könnte man auch eigentlich eine geben, weil der hat auch viele Scorer gesammelt. Gibt's auf jeden Fall einige. Benzinertruppe. Warte, ich gehe mal wieder nach unten. Rechtsflügel Chiesa. Wahrscheinlich nicht, Bruder, weil der ist verletzt, Bruder. Also ich sag dir ehrlich, niemals Chiesa, auch wenn er vielleicht gespielt hätte. Ich weiß nicht, ob er so viele Scorer geschafft hätte wie Berardi, weil Berardi ist in der Serie eine Maschine. Er ist eine absolute Maschine, wie viele Tore und Dings er immer sammelt, ne? Assists, das ist schon sehr wild. Nein, das war kein Abseits. Shit. Oder wenn du Ronaldo Tots in Rot ziehst, würdest du ihn spüren? Oder auf dem, oder? Das hört sich schon ein bisschen albern an, spüren. Aber wäre schon geil. Bruder, warum geht der nicht rein, Digga? Warum geht der nicht rein? Hi, Baby. Ibra Flashback. Boah, Ibra Flashback. Was? Der war nicht drin? Leider kriegt Brozovic kein Tots mehr. Wird auch nicht bekommen, weil er hat ja schon diese Showdown bekommen und die ist schon an sich richtig gut. Aber ja, aber immerhin hat er nach Jahren mal zum Glück eine Special-Karte bekommen. Boah, schön noch bewegt, Digga. Aber ich glaube, wenn Ibrahimovic eine Flashback-Karte bekommt, ne? Die Karte wird nicht so gut sein wie die Dings-Karte. Aber wartet mal kurz. Kurz versuchen, ein Tor zu machen. Schiri Foul, sehr schön rausgeholt. Ich glaube, die Flashback-Karte hat auf jeden Fall, die Wildcard hat auf jeden Fall gute Dings bekommen, ne? So perfekte Werte, die wurden auf jeden Fall gut gepusht und so. Flashback-Karte wird auf jeden Fall nicht so diese spielbare Karte sein, genau wie Wildcards. Von Dribbling her und so. Ebrahe Flashback, Food Captains als rechten IV nehmen. Warte kurz, lese ich mir gleich wieder. Ebrahe, Footbörde oder Chiellini nehmen. Achso. Bruder, beide sind gut. So, wenn du vielleicht für die ein oder andere Überraschung sorgen möchtest, dann lieber Dings. De Vrij, weil 4 Sterne Weakfoot und 5 Sterne Skill Moves, damit kannst du auf jeden Fall den einen oder anderen auf jeden Fall aus dem Nix überraschen und das ist schon wild. Aber 1-0 Führung, Digga. Das ist schon mal gut. Auf dem Mido, die zappeln zwar rum, ne, aber die sind nicht gut, Bruder. Die machen mir zu viel Hurricanes, Bruder. Die machen nur auf den, Digga. So. Wiesenmacher, Mido. Wiesenmacher. Uns können die mit sowas nicht beeindrucken. So kleine Kiddies, Digga. Bei denen hat das so einen Effekt. So scheiße, diesen Tricks. Die machen dies, das, tralala. Wir lassen uns von sowas nicht beeindrucken. Guck mal, wir haben darin Theo Hernandez schon verletzt, Digga. Hey, komm, lass mal das zweite Goal machen. Schönes Ding. Haben wir schon umgestellt? Ich habe nicht mal umgestellt, merke ich gerade.
Hab ich mal umgestellt. Juma Bell, Sasuke Uchiha. La 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 la. La 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 la. Abu, wer war denn da, Bruder? Je m'appelle. Sehr schön. Nein. Sehr gut. Shit, Digga. Leider haben wir den Ball nicht bekommen, Digga. Lass nächstes Mal vielleicht werfen, Bruder. Damit wir den sicheren Ballbesitz haben. Sehr schön, Bruder. Hoppala. Hoppala. Und wie geht's deinem Fuß, Bro? Mein Fuß geht's gut. Morgen natürlich einmal frei. Dann Dienstag wieder Arzt gehen und abchecken, wie es aussieht. Bruder, nein. Aber ich sag schon Aves. Miro, Bruder. Schade, Bruder. Schade, Bruder. Meinte nicht spüren, meinte spielen. Ach so, Bruder. Oder ich dachte vielleicht, du willst sagen, so erstmal fühlen und so, ne? Weißt du? Fühlen. Ich dachte, vielleicht sagst du so anderes Wort mit spüren. Aber Bruder, was heißt spielen? Der wäre vielleicht bei mir Dings, ne? Super Sub, Bruder. Oder vielleicht mal. Viele sagen ja, ey Bro, mach mal wenigstens, du hast so geile Spiele immer. Mach mal wenigstens daraus so eine Challenge. Vielleicht machst du eine Challenge. Let's see. Ah, sorry, Mido. Das war nicht gut. Ich stelle mal jetzt auf meine Dings um. Ich stelle um auf die 352, Bruder. Du weißt auf jeden Fall. Auf die Dings achten. Außenspieler. Ah, schade. Schade, Digga. Haben wir es auf jeden Fall besser vorgestellt, aber FIFA hat das nicht so rübergebracht. Sehr schön. Aber ich sag ehrlich, gerade so Rivals bringt auf jeden Fall mehr Spaß, Digga, anstatt alleine. Alleine wäre das wie Überstunden momentan. Sehr schön, dass du mich gesehen hast. Bruder, ich wollte kurz sagen. Aber dich vermisst in der Partie? In welcher Partie, Bruder? In welcher Partie hast du mich vermisst? Ey, warum kommt er so weit? Ja, komm, Digga, dann nehme ich dir frei. Komm, lass rein. Oh no. Hab ich, Digi. Mit dir zocken vermisst, Party? Ja, Bruder, machen wir auch bestimmt irgendwann demnächst. Wir haben schon sehr oft gemacht, weißt du? Auf den muss ich ihnen auf jeden Fall mal die Chance geben. Aber läuft, gute Partie. Wir brauchen definitiv einen Stürmer, der Elfmeterschießen kann. Nächste Saison bei Inter. Ja, das auf jeden Fall. Also einen Lukaku zu ersetzen, sehr schwierig. Also Lukaku war auf jeden Fall einer der strammsten Elfer-Schützen, die wir jetzt auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren hatten. Nicht mehr Icardi war so stramm. Also Lukaku, so einen eiskalten brauchen wir. Sorry Bro, warum Bruder? Was für sorry Bro? Weil wegen Road to the Elite Division mit dir muss, weil ich und du Connection unbeschreiblich, ja. Wir haben auf jeden Fall auch eine sehr geile Connection, Digga. 100 Pro. Generell, was ich aber auch sagen muss, hier in der Community, wir haben sehr viele, mit denen wir sehr gut funktionieren. Zum Beispiel, wenn wir Dings spielen, Pro Clubs, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wir spielen auf jeden Fall für den Verein, Digga. Also wir wollen Spaß haben, wir machen geile Chancen, wir spielen auf jeden Fall nicht Ego. Und das ist schon mal gut. Wir hatten schon mal so ein paar Leute, die wollten unbedingt immer den Ball haben, dies, das, aber die sind schon längst nicht mehr da. Aber mittlerweile
Oder ich würde mal sagen, 90% sind auf jeden Fall gute Jungs, Digga. Ich würde Ego zocken, damit Mosi keine Tore macht. Oh man. Sehr schön, Chesney. Sehr gut, Chesney. Komm. Ah, schade, Digga. Mazraoui. Mazraoui. Sehr schön, Tonali. Wir müssen auf jeden Fall ein Tor machen, Bruder. Wir schaffen das auf jeden Fall. Seitenwechsel. Hoffentlich kommt der an. Hoffentlich kommt der an. Schade, aber wir haben den. Schade, 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 schade. Zockt für gerade Xbox, weil wir können zusammen zocken. Wer auf jeden Fall Xbox hat, gerne sich mit Bricks connecten. Dann könnt ihr auf jeden Fall zusammen zocken. Ah, der sollte zu Perisic eigentlich. Der sollte eigentlich zu Perisic. Schade. Sehr schön, haben wir. Ach, Miro. Ai. Je m'appelle Mosey. Ah, schade. La 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 la. Sehr schön, Chiellini. Onkel Chiellini. Der Onkel Chiellini. Schade, schade, schade. Schade. Haben wir, Habibi. Sehr gut, Bruder. Warte, was machen wir? Der Ball dahin. Sehr schön. Deiner, Bruder. Schade. Haben wir aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Haben wir. Sehr schön, Bruder. Bruder, wir spielen Fußball. So, weißt du, was ich meine? Wir spielen Fußball. Ah, shit. Shit. Irgendwie konnte ich mich nicht gut anbieten. Wollte die ganze Torwart dann wählen, Digga. Richtig bluff. Sehr schön, Chiellini. Einmal ein Doppel. Shit. War nicht gut. Aber haben wir trotzdem. Flanke. Na, schade, Miki. Auf den Miki 5 Stunden Weak Foot, Digga. Du machst sie normalerweise. Aber egal. Er ist ein bisschen gestresst, Digga. Sehr schön, Chesney. Guck mal gleich PSN. Bro, später. Alles später, Bruder. Alles später. Wir wollen erstmal die Games durchziehen. Ey, wie ist das eigentlich in euren Städten, Jungs? Mit der Maskenpflicht und so. In Hamburg gibt's das nicht mehr. Sehr komisch. Wir waren letztens auf jeden Fall mit den Jungs draußen unterwegs. So, war schon komisch. Sehr schön, Mido. Und Miki hat auch seinen Fehler auf jeden Fall wieder gut gemacht, Digga. Mido, Bruder. Kuss, Bruder. Digga, kann man hier kein Emoji schicken, Digga? Wie Mido, Digga. Man muss nur in öffentliche Verkehr tragen. Ja, bei uns auch.
Bei uns auch. Ich glaube so Bahn, Zug und so. Ich glaube in vielleicht so Dings auch Büros und so. Berlin nur Bus und Bahn, sonst ohne. Oha, heftig. Geil. Geil. Und wie ist das so mit den Regeln, wenn ihr zum Beispiel essen wollt und so? Nur noch öffentliche Verkehrsmittel in Bus und Bahn in Hessen. Aha. Ey, gefühlt ist er dann überall fast weg, könnte man sagen. Also gefühlt. Aber man kann auf jeden Fall da verstehen, so, ne? Kann man auf jeden Fall verstehen, so. Bus und Bahn auf jeden Fall sehr eng. Menschen sind beieinander. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Wer ist nachher bitte? Kein Plan, ob du Nachricht gelesen hast. Bro, später, Bruder. Später. Später. Später, wenn nicht heute, dann Antwort bekommst du auf jeden Fall, Bruder. Also es gibt keine weitere Regel mehr. Heftig, Digga. Heftig. Heftig. Warte, weil es lädt. Ja, ja. Ich kann auch gar nicht rein, weißt du? Weil ich glaube, erst wenn du da bist, dann kann ich auch auf Rivals oder so gehen. Na, 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 na. Auf den, ich glaube, ist safe. Eine Stunde bin ich noch safe am Start, Digga. 0 Uhr 37. Wir schaffen es safe, auf jeden Fall heute in die V1 zu kommen, oder? Es lädt nur lange, hasse es so sehr. Ah, egal, Bruder. Dein Korb, achso, okay, komm, schick dir mal wieder. Mach dich mal online, dann kann ich dir sogar schneller schicken. Achso, du bist jetzt ganz, achso, perfekt, ich bin sogar da. Wurde gekickt, egal, Bruder. Egal. Zum Glück warst du noch direkt da. Zum Glück warst du noch da, sonst muss ich wieder komplett von oben nach unten gehen, Digga. Mal gucken, ob du jetzt bekommst. Ja, aber trotzdem finde ich es komisch, in Einkaufsläden darfst du ohne rein und Bus und Bahn musst du in Laden und so voll. Hast du auf jeden Fall recht, Bruder. Hast du auf jeden Fall recht, aber ich glaube so in diese Läden und so, da gibt es ja auch, da gibt es auch safe so viele Geräte und so. Mit Geräte meine ich so, wie soll ich erklären, so. Da gibt es safe so, was so die Luft und so aussaugt und so, weißt du, was ich meine? Vielleicht nicht in jedem Laden, aber man hätte auf jeden Fall vielleicht den hier machen können, so in den Rush Hour. In den Zeiten, wo es auf jeden Fall so full ist. So richtige Betriebszeiten, beispielsweise von 16 Uhr bis 8 Uhr, dass man da wenigstens Masken anhat oder 15 Uhr bis, von 15 Uhr bis 20 Uhr. Könnte man von Dingen machen, in Läden und so. Das wäre eigentlich eine Idee. Du liest die Nachricht, aber jetzt irgendwie schnell, aber also bekommst du schnell ohne Delay oder bin ich einfach kaputt? Bro, ich habe Dings. Ich habe bei mir das weggemacht. In YouTube gibt es drei Einstellungen und Latenz. Da gibt es einmal hohe Latenz, normale Latenz und niedrige Latenz. Die hohe Latenz, die ich halt hatte, war halt, die waren 15 Sekunden. 15 Sekunden. Delay, also was heißt Delay? Das ist jetzt kein Delay, sondern so Verzögerung, dass man ja auf den und die ich jetzt habe, ist normale Latenz. Hier sind das so 5 Sekunden und es gibt aber noch eine niedrige Latenz. Da bekommt die direkt alles mit in einer Minisekunde, aber mache ich selber nicht, so weißt du, ist halt entspannter, Digga. Weißt du, so musst du immer sonst improvisieren, wenn ich genau schreibe. Ja, fühle ich. Das war auch für mich auf jeden Fall so, Bruder, weißt du? Ab und zu, wenn ihr dann geschrieben habt, dann habe ich auch dann Sachen gelesen, dann dachte ich mir, okay, mit was ist das jetzt so, von welchen, mit welcher Nachricht soll man das jetzt so verbinden? Es hat irgendwie für mich so keinen Kontext mehr gehabt und man musste so full nach hinten gehen, um zu gucken, damit hat das den Zusammenhang, weißt du? Aber ist auf jeden Fall gut. Vielleicht mache ich sogar, im Sommer probiere ich sogar Dings aus. Niedrige Latenz. Und dann eine Sekunde, Leute. Dann nur eine Sekunde. Holland hat, oder lese ich gleich. Holland hat gar keine mehr beste Leben. Oha. Ich glaube auch Dänemark, oder? Dänemark glaube ich auch, habe ich mal gehört. Also schon letztes Jahr oder so.
Ich glaube, Dänemark auch. Die hatten schon sehr früh das gemacht. Dänemark oder vielleicht ein paar andere skandinavische Länder auch, glaube ich. Ah, schade. Was sagst du, Del Piero Optimus? Das Ding ist, er ist niemals besser als Eto. Also kommt auf die Position uns an, ne? Aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich die Wahl hätte, beispielsweise ich hätte einen Player-Pick. Del Piero Moments oder Eto. Safe Eto. Safe Eto ist für mich auf jeden Fall der Spieler, der auf jeden Fall kompletter ist. Der auf jeden Fall kompletter ist. Sehr schön, Mido. Deiner Mido? Ich bin auch da. Shit, ich war da. Nein. Ei. Ei. Das war nicht gut, Bruder. Von mir also, meine ich. Nein, Junge. Nein, Junge. Nein, Junge. Aber egal, wir machen weiter. Wir machen weiter. Chiellini, Abi. Ich glaube, Tess erstmal Eto Flügel und Del Piero Sturm, Pelebank und so. Ja, kannst du machen. Aber Dings auf jeden Fall zentral einsetzen, wenn es geht. Also immer zentral den Del Piero. Schade. Uff. Echt krass und echt traurig von Deutschland so hinten dran zu sein. Müssen eigentlich mit gutem Beispiel voran. Ja. Hm. Ja, auf den keine Ahnung. Man hat auf jeden Fall. Ich glaube, in dieser Zeit, in der Pandemie, wurden auf jeden Fall. Sind viele Leute waren auf jeden Fall sehr überfordert. Nicht nur die Politiker, viele, Digga. Auch die Betriebe, alles Mögliche und so. Im Endeffekt. Ich glaube, man hätte auf jeden Fall das auch besser machen können. Aber ist, ich glaube, das war auch generell für jeden Menschen so die. So eine, Bruder, wenn der reingegangen wäre, Mido, ne? Es ist auf jeden Fall so eine neue Erfahrung für die meisten gewesen. Zum ersten Mal gefühlt auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass sowas auf jeden Fall in der Zukunft passiert, aber ich denke mal, wenn sowas wieder passieren sollte auf den, dann hat man auf jeden Fall schon so eine Idee, was man beim nächsten Mal machen soll und was man nicht machen soll. Wenn man die gleichen Fehler wiederholt, das ist immer traurig. Das ist für mich immer das Schlimmste. Wisst ihr, was ich meine? Wie beim Fußballspiel. Stellt euch mal vor, Digga. Ein Fußballspieler macht einen Fehler und beim nächsten Spiel macht er genau den gleichen Fehler. Und er lernt nicht daraus. Das wäre natürlich albern. Aber Fußballspiel ist ein Fußballspiel. So diese Pandemie, diese Politik, was da passiert ist, da ging es ja um Menschenleben, um unsere Gesundheit, um unser Leben und so. Hier muss man auf jeden Fall tausendmal noch ernster sein bei der Sache. Also, ne? Sehr schön, Broso. Sehr schön, Mido. Schade, Mido. Ich lese auf jeden Fall gleich weiter. Tiny Boy. Gerade sehr intensiv das Game. Sehr schön, meine Jungs. Mido und unser Team, Digga. Maguire. Harry Maguire. Schade, Digga. Schade, schade. Ey, wisst ihr noch Foot Captains Event? Viele dachten, dass da ein Maguire kommen wird, ne? Das wäre aber Lachkick, oder nicht? Theoretisch hätte man ihn doch einfach so just for fun eine Karte geben können. Schade, Zidane. Zum Thema, er lernt nicht daraus. Ja. Ja. Digga. Aber ich sag euch ehrlich, langsam, der Maguire tut mir ehrlich leid. Also, auf den, das ist schon echt albern. Der ist ein Meme geworden, dies, das, tralala. Er hat doch wahrscheinlich Kinder, Digga. Die Kinder sehen das auch höchstwahrscheinlich, die Memes und alles Mögliche. Ist schon albern. Ist ehrlich albern. Natürlich, so auch kacke, was für Sachen da passieren, was für Leistungen er zeigt, aber irgendwie tut er auch mir ein bisschen leid.
Im Endeffekt ist ja auch ein Mensch, ne? Bin wieder da, Bro, muss meine Schuhe putzen. Was geht ab? Was geht ab? Aber wir haben bekommen ein langer Ball, Bibi. Hey, Bibi. Schade, schade. Schade, egal. Wir kommen auf jeden Fall zurück. Habe ja nur Einzelspitze LF und RF, Del Piero, Sturm, okay. Oder Formation und alle zocken, also Doppelsturm, okay. Ja, probieren wir aus. Vielleicht spielst du ja 4-2-2-2 oder eine ganz andere Taktik. Bro, wollte nicht L2, what the fuck, EA. Ja, Bro, scheiß Ramido. Ich habe auch gechoked, Bruder. Dein Fehler ist ja nicht schlimm, Bruder. Ich hätte vorhin das Ding reinballern müssen. Oder scheiß auf dieses Tonali. Scheiß auf das. Aber ich habe da auf jeden Fall gechoked, diese Aktion mit Perisic. Ich habe erstmal den Skill-Move rausgehauen, den Spin. Und dann habe ich den gecancelt, Digga, und dann... Aber wir sind besser gerade, sage ich dir ehrlich. Also bisher kam jetzt kein Gegner, wo ich sagen muss, ey, wir sind irgendwie, dass die uns weghauen können. Wir dominieren. Wir machen auf jeden Fall das Game. Ich stelle jetzt um auf einer 3-5-2, okay? Komm, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Leute rechts und links mehr. Vielleicht hilft uns das ja. Oh, schade. Aber auf dem Mido, sogar ohne Party, dass wir so spielen, Bruder, das ist schon gut, Bruder. Die anderen Jungs sind wahrscheinlich so ein Party oder so, weißt du? Das ist schon... Da kann man auf jeden Fall besser spielen, aber wir machen trotzdem einen guten Job. Ich wollte schon sagen, Digga, hat er einfach Forward diese Dings weggenommen oder was? Wenn er dazwischen gekommen wäre. Habibi. Schade, 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 schade. Hast du aber. Uff, okay, nee, der war unhaltbar. Das haben die gut gemacht, Bruder. Die dreckigen, Digga, shit. Zaha, schade. Ey, Schiri, faul. Ah, schade, was ist da denn passiert? Schade. Bruder, wie hat der den gehalten, Bruder? Das war ein sehr strammer Volley, Bruder. Der war mit voller Wucht, Digga, der hat den einfach gehalten. Sehr schön, Kellini. Nein, der... Ah, shit, Digga, der Ball kam nicht so rüber, wie ich wollte, Digga. Sehr schön. Auf den nur, damit du weißt, Ansaldi hat 5-5, ne? Er hat 5-5, Dings hat 5-5, Mkhitaryan und Dings ist auch sogar 5 Sterne-Skiller, der Devrai, Innenverteidiger, okay? Auf den, falls du tricksen möchtest. Komm. Schade. Oh no. Digga, wäre Alban, wenn wir leider nicht mal ein Tor machen, Digga. Also auf jeden Fall auf Ehre ein Tor mitnehmen. Aber wir kommen sogar safe noch zurück. Lautaro, hast du? Kuss, Bruder, guck mal, Callouts, Bruder, wir machen es, Bruder, vertrau mir mit Headset und so, wir würden rasieren. Martinez, ja, wir können erstmal noch drinnen bleiben, die Spieler können noch drinnen bleiben.
Was können wir jetzt machen? Auf jeden Fall, ey, die spielen auch 3-5-2. Die spielen auch 3-5-2. Interessant, Digga. Sehr schön laut, die Digga. El Toro. Ah, Chiellini, das war nicht so nice. Sehr schön, Matteo. Nein, Digga. Hoppala, hab dich mitgenommen, Digga. Sehr schön, Bruder, sehr schön geblockt. Keeper, Keeper. Was? Was macht der da, Digga? What are you doing, man? What are you doing, man? Ah, was? Abseits, Bruder? Haben wir. Schade. Cafu, Bruder. Haben wir. Sehr schön, schade, sehr schade. Komm. Wenn wir noch 2-2 machen, ne? Dann haben wir auf jeden Fall die gebrochen, Bruder. Nein, Digga. Komm. Oh, warte. Komm, lass reinlaufen, Bruder. Nein. Komm, lauf. Schade, Digga. Schade. Ah, schade, egal, Digga. Egal. Wir haben auf jeden Fall davor gut rasiert, Digga. Schade, Digga. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn ich am Anfang dieses eine Tor mit Perisic reingeballert hätte, Digga. Aber egal. Ein Ehrentor haben wir gemacht, Digga. Wie weit bist du eigentlich, Bruder? Wie weit bist du eigentlich mit dieser Dings? Schade, 100 Pro. Oh, wir waren sogar hinter dem Dings, Digga. Also ich war hinter dem Dings. Hinter dem zweiten Checkpoint. Wo bist du eigentlich? Bist du schon sogar Elite oder so? Oder wo bist du, Bruder? Bald deins, oha. Also zweite Checkpoint hast du schon, ne? Zweite Checkpoint. Zwei Siege, okay. Schade, wenn wir gewonnen hätten, dann wärst du schon sogar durch, Digga. Zwei Siege, ne? Weil wir hatten ja den Boost. Das heißt, wenn ich beim ersten Checkpoint bin, bist du bei Dings. Die V1, Digga. Jo. Schade. Aber ich glaube, safe.
Du kommst doch noch in DV1, safe. Ich komm noch safe, Dings. Zweite Checkpoint, wenn wir genauso weitermachen. Auf easy. Natürlich ein bisschen albern, dass der Dings weg ist. Der Dings. Soll ich sogar gleich Dings einstellen, Bruder? Diese Solo-Suche. Soll ich das sogar einstellen, dass wir nur gegen Solo-Spieler spielen? Also wenn das geht. Oder ist es bei Koop so, dass man nur gegen Koop spielt? Poppy Play for Fun, okay. Was ein Name. Was ein Name. Keep Racism out. Komm umstellen. Weiß, ne? Enge Raute immer. Okay, der ist sogar alleine. Das ist immer Zufall, ob 1 oder 2. Aber man kann das auf jeden Fall auch einstellen. Man kann auf jeden Fall einstellen, ob Co-op oder Solo. Aber man kann auch einstellen, dass da nur Solo kommen soll. Aber ich weiß nicht, wie das bei Co-op ist. Weißt du? Also wenn man Co-op spielt. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall machen. Das weiß ich. Das also, da muss man, bevor man in das Game reingeht, muss man das, glaube ich, einstellen. Irgendwie L2 oder R2 drückt man und dann kommen diese Optionen. Sehr gut, Perisic. Komm, Lautaro. Okay, Eckball. Haben wir. Ah, was war das? Schade. Aber haben wir. Schade, der geil, Brudi. Casillas ist im Tor, ne? Wir können ihn auf jeden Fall stabile Fernschüsse reinballern. Der mit seiner 1,85, obwohl er in Real Life nur 1,83 oder 82 war, gell? Lass ihn auf jeden Fall reinballern. Das gleiche auch bei Dings, Digga. Hope, Digga. Einfach 1,99 oder 2 Meter in FIFA, obwohl er nur 1,90 ist. Aber wir können den auf jeden Fall ein paar Bälle reinballern. Schade, Digga. Haben wir. Sehr gut. Er muss bei Einstellung, ja. RTG, Digga. Komm. Aber sehr gut, Digga. Sehr gut. Nein, Digga. Schade. Sehr gut, der Brei. Nein, Digga, sein Chiellini ist auf jeden Fall auch rechtzeitig rausgekommen, Digga. Schade.
Schade, Digga, der konnte eben den Ball nicht so kontrollieren. Jelini. Abo, Bruder, er hat ihn von hinten auseinandergenommen, Bruder. Mein Controller hat kaputt vibriert. Mein Controller hat so krass vibriert, Bruder. Der hat ihn gerade gekostet, Bruder. Vegetarien wurde gerade gekostet. Einfach gefühlt wegen dieser Vibration, mein Controller-Akku ist leer gegangen, Digga. Esse jetzt Shawarma, Bro, lecker. Gönn dir, Bro. Gönn dir. Bismillah. Ah, shit. Das war nicht gut. Bro, ich spiele, wir stellen um 3-5-2, okay? Ich glaube, der Bre, wenn er jetzt noch zwei Leute mehr bekommt auf den Außen, der wird darauf nicht klarkommen. Wir machen das jetzt, okay? Ah, was war das? Schade. Shit, FIFA, man. Scheiß FIFA. Na, schade, Digga. Schade, schade, schade. Schade, komm. Schade. Komm, Darmian. Sehr schön, Bruder. Lüpfer. Haben wir, Bruder. Kuss. Stabil. Haben wir gut gemacht, Bruder. Da ist die Antwort, Digga. Vor der Halbzeit noch. Wir machen das noch. Wir machen das noch. Mit der Dreierkette, also 3-5-2. Er wird darauf nicht klarkommen. Also, Chesney. Ah, schade, Digga. Der hat ja kaum Verlängerung gegeben. Egal. Egal. Wir machen auf jeden Fall einen guten Job, Bruder. Wir machen auf jeden Fall einen guten Job. Wieso ist niemand da? Es ist doch jeder da, Bro. Wir sind 8 Zuschauer. 8 Zuschauer auch für diese Uhrzeit. Für meine Oh, ist auf jeden Fall tipptopp. Tipptopp. Bro, was macht EA mit meinem Pass, Bro? Keine Ahnung. Bro, das war safe Server, Bruder. Also, bevor du dumm bist, weißt du, was ich meine? Bevor du dumm bist und so einen Pass spielst, oder auch generell, weiß selber, Bruder. Da sind viele Bälle, Bruder, die kommen nicht so an, wie man es möchte. Aber egal, Bruder. Wir haben auf jeden Fall unseren Tor noch gemacht. Wir nehmen ihn noch auseinander. Alle hier. Ja, Mann. Jeder ist am Start. Aber viele spielen auch nebenbei. Weißt du, was ich meine? Viele spielen, haben nebenbei Stream an, hören mir zu. Weißt du? Der eine mag es nebenbei zu spielen, der eine interagiert halt, so weißt du? Aber trotzdem gut für meine Verhältnisse. Ich kenne viele auch auf Twitch. Die haben sogar 200, 300 Zuschauer, aber bei denen, die Creator wundern sich auch, warum schreibt da keiner mit, aber die sagen auch, Digga. Weil unser, schade, Digga. Es gibt viele einfach, die wollen von nebenbei was hören, so weißt du? Warte, lass mal kurz machen, kurz. Lass mal kurz machen, wenn es geht. Nein, Bruder, schade, Mann, schade, Mann. Habibi. Nein, Digga, nein. Bricks, nur damit du weißt, nächstes Jahr, ne? Also was ist nächstes Jahr? Nächstes FIFA können wir auf jeden Fall alle zusammenspielen. Wie können wir dann mal wieder, dann können wir mal endlich gegeneinander spielen. Beziehungsweise können wir alle sogar zusammen Pro Clubs spielen, weil es dann Crossplay gibt, weißt du? PC, PlayZ und Xbox. Aber ich bin gespannt, wie das der Markt sein wird. Mosi, was ist dein nächstes Jahresziel? Wie meinst du Jahresziel? Meinst du jetzt generell 2023, also Real Life, oder meinst du jetzt den FIFA? FIFA 23, wie meinst du das, Bruder?
No, Raspadori, shit. Aber der Bree ist zwar klein, ne, aber der hat Sprungkraft und Kopfball. Schade, Digga. Reise, also Urlaub, ah, Brudi, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Mal gucken, was im Schicksal steht, aber wenn die Möglichkeit besteht, ich will auf jeden Fall jetzt anfangen, mehr Interspiele auf jeden Fall zu besuchen. Aber mal gucken. Okay, top, wird geil, dann 100 Pro. 100 Pro. 100 Pro. 100 Pro. Aber ich bin halt gespannt, wie der Markt dann sein wird. Ne? Der Markt ist schon dieses Jahr kaputt. Aber wenn PlayZ und PC, Xbox zusammen sind, kann sein, dass die Preise dann komplett unten sind. Aber mal gucken. Mal gucken. Mach dann Stadion-Vlogs, krieg sehr viele Klicks. Ja. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Wenn ich jetzt, dann irgendwann auf jeden Fall in der Zukunft. Weil theoretisch, man kann vieles machen, mit dem man Klicks machen kann. Aber es kommt am Anfang auch auf die Größe an, sodass YouTube auch einen empfiehlt, so weißt du? Aber mit der Zeit natürlich alles. Ey, der sollte zu Dings, Digga. Soll, denkst du, Mickey, schade. Keep racism out, man. Das ist auf jeden Fall eine geile Choreo, Digga. Das ist noch von der Serie A, Digga. Wenn ich die habe, Digga, pack ich sogar vielleicht rein. Sehr gut, Bruder. Kein Abseits, kein Abseits. Was? Digga, das waren Minisekunden. Moin, 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 Bruder. Was geht ab? Vamos Atleti, Bro. Welcome in the stream. Alles klar? Alles klar? Auf dem Mido. Das ist alles Taktik, Bruder. Das bringt ihn auf jeden Fall aus dem Fokus. Er denkt so, dann kann ich nach vorne pushen, weil wir auch einen eigenen Mitspieler mitgenommen haben. Wo hat der Mickey seine Prime-Zeit? Arsenal, oder? Boah, ich warte mal. Sehr gut, Chesney. Ich glaube, ich würde BVB sagen, Bruder. Weiß nicht, BVB. Ich finde mal, BVB macht einen guten Job und bei AS Rom ist auch gut dabei. Nein, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Haben wir. Boah, wartet mal kurz. Ey, wir dürfen das Game nicht verlieren. Nein, das ist Upside Shit. Bisschen Piss, aber sonst gut. Und dir, Bro, bei mir tipptopp, Bruder. Bei mir auf jeden Fall tipptopp. Auf dem, Bruder, wir haben doch alles hier, so weißt du? Essen, Trinken, Strom, Dach übers Kopf. Uns geht's tipptopp, Bruder. Ne, bei uns war der nicht gut. Aha. Weiß nicht. Also wenn er bei euch nicht gut war, dann würde, weiß nicht, dann würde ich auch nicht sagen, dass er bei den anderen Teams gut war. Weil beim Menu war der schon unter Mourinho nicht so geil. Und Arsenal war ja auch nicht gut, weil der ist auch von da dann weggegangen. Ich weiß nicht. Aber bei Rom ist er auf jeden Fall gut. Er hat seine Einsätze, er ist glücklich. Und das sogar bei Dings, obwohl Mourinho der Trainer dort ist. Schade, Digga. Aus Miki hätte irgendwie mehr werden können. Ja. Gibt es auf jeden Fall sehr viele Spieler, die auf jeden Fall viel mehr aus sich rausholen könnten. Aber es ist halt so Schicksal, ne? Schicksal. Vereinswechsel. Viele Faktoren gibt es auf jeden Fall. Sehr schön. Komm. Komm.
Baby, you don't need no friend for this evening. Believe me, you better all ride with me. Slide to the loo in my leisure. Nein, Bruder, was für eine Fee, Bruder. Bruder, Champions Real City, einfach meine WL-Spiele. Ja. Wie wem bist du eigentlich in der Champions League? Real oder Dings? City, als Atletico-Fan. Sagst du so, scheiß drauf, Digga, ich support unsere spanischen Brüder? Oder sagst du, nee, Mann, die sollen raus? Im Endeffekt, wenn auch Dings gewinnt, Real, es hilft auf jeden Fall der Liga, ne? Nein, Bruder, wir wurden gerade hops genommen, Digga. Real würde ich gönnen, ja. Bruder, bin ehrlich, ich glaube, Finale Liverpool, Real sowie 18. Mal gucken, wie das sein wird. Aber Mido, der hat uns gerade hops genommen, Bruder. Schade. Schade. Ich mach mal ganz kurz bei mir die Cam aus. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Mach die gleich auf jeden Fall wieder an. Eigentlich City, aber City hat mir mein Herz gebrochen, deswegen Real, yeah. Bro, mehr Fokus auf Game. Ja, Mann. Ja, ich mach jetzt wieder an. Komm, wir machen das, Bruder, wir machen das. Ich würde auf jeden Fall, für mich ist eigentlich die Champions League völlig egal, seit Inter draußen ist, aber ich will eigentlich, dass Benzema will ich, dass er wieder eine Dings bekommt. Dass er die Champions League gewinnt und dass er auch, weiß nicht, dass er einen größeren Rücken bekommt durch Dings. Größeren Rücken bekommt durch der Champions League, sodass er auf jeden Fall Dings ein guter Kandidat ist. In dem Ballon d'Or. Bro, es geht wieder lange. Kann auch deswegen sein, weil ich noch in meinem Bildschirm bin. Vielleicht liegt das an mir. Wenn nicht, dann machen wir sonst wieder neu. Okay, ich bin auf jeden Fall drin. Guck mal, wie das bei dir jetzt ist. Wenn nicht, dann machen wir wieder neu. Ja, lass auf jeden Fall den hier machen. Lass uns auf jeden Fall den hier machen. Also diese Benzema-Lüpfer, Elfmeter war schon gottlos. Oder der war dick. Der war auf jeden Fall dick, respektlos, ne? Das war auf jeden Fall dick, respektlos. Was heißt respektlos? Der war geil, Bruder. Der war geil. Ich will noch 3 Spiele, dann gehe ich. Ja, Bro, bei mir das Gleiche. 3 Spiele sind ja ungefähr so 12, so halbe Stunde so ungefähr. 36 Minuten, je nachdem. Ich gucke auch, dass ich bis 2 bin und dann gehe ich auch Glatze machen, Bart machen, Kleider für morgen vorbereiten. Der war geil, aber man hätte es nicht gedacht, dass er das macht. Bruder, das Ding ist, in so einer Situation ist auf jeden Fall, wie gesagt, ne? Der Bre ist Eiermann. So wie Mosi und Mido, Digga. Na Spaß. Das Ding ist einfach bei dem. Der hat auf jeden Fall Eiswürfel in seiner Boxershorts gehabt, Digga. Deswegen war er halt so eiskalt, ne? Und hat die Bälle reingeballert. Ich meine, den Elfer so reingeballert. Der Ehrenmann. Komm, Division Rivals, 3 Games schaffen wir auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir 2 gewinnen, haben wir den Boost. Und dann, wenn wir wieder gewinnen, ich denke, dann sind wir beide weiter auf jeden Fall. Du bist, glaube ich, dann aufgestiegen. Und ich hätte auf jeden Fall meinen Checkpoint. Und das wäre von Dinge für heute gut. Obwohl, du weißt selber, Digga, wir würden eigentlich mehr rasieren. Bin dir ehrlich, diese Saison hat Benzema Ballon d'Or safe für mich gewonnen. Der pinkelt Eiswürf. Ja, Bruder. Wisst ihr, was Benzema gemacht hat? Benzema ist einer, der kauft sich ein Busticket und dann geht er nicht in den Bus rein. Er täuscht den Busfahrer an, Digga. So einer ist er, Mann. Und Avis ist einer, er geht in den Bus rein und der Busfahrer zeigt ihm den Fahrschein.
Aber komm, here we go, man. Bro, Benzema hat auch noch Style und Drip, ja? Ja. Benzema, Digga, inshallah. Möge Gott auf jeden Fall sein Fasten auch annehmen. Der Bre ist auf jeden Fall ein guter. Komm. Komm, Leute, jetzt gehen wir auf jeden Fall all in, ich und Mido. Wir gehen jetzt all in. Komm, Mido, wir machen das, Bruder, wir machen das. Jetzt hole ich einen sehr dreckigen Mosi raus, Digga. Ah, schade, Digga. Da war nicht so gedacht. Mosi, Digga, psch, du darfst davon nicht erzählen. Ja, okay, ich passe auf jeden Fall auf. Ich passe auf jeden Fall auf, mein Bester. Nein, Ref. Sehr schön, Chesney. Das sind natürlich Geheimnisse. Die darf natürlich nicht jemand mitbekommen. Benzema hat das Seil und das Geld und rasiert zurzeit, ja. Und das hat sich gereimt, Digga. No, 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 no. Was ist deine Lieblingsschuhe zurzeit? Air Force Jordans oder was denn so? Bruder, meine Lieblingsschuhe momentan. Boah, das Ding ist generell, ich bin nicht so einer, dass ich sage, ey, von diesen Schuhen kaufe ich mir 2, 3 Paare. Die Schuhe, die ich habe, vor allem immer die Modelle, die sind auf jeden Fall so, zu denen habe ich auf jeden Fall, die liebe ich einfach so, weißt du? Warte mal kurz. Zum Beispiel habe ich noch so, ich habe so einen Jordan 12er, komplett schwarz, Winteredition, Digga. Oder wenn ich die anhabe, Digga, du denkst, Digga, ich bin ein Soldat, Digga. So, bald will ich ja sowieso anfangen mit Bildern auf Insta, dann werdet ihr schon sehen, Digga. Da seht ihr nicht Mosi hier immer auf entspannt mit Schlafsachen und sowas, sondern da seht ihr auf jeden Fall einen anderen Mosi noch. Und wisst ihr, wie der Mosi heißen wird, Digga? Mosi ist dann der Fresheste FIFA-YouTuber. Okay? Mosi wird türkischer Soldat. Nein, Mosi ist kein Soldat, Digga. Also Mosi wird auf jeden Fall für keine Armee der Soldaten. Mosi ist eine One-Man-Army. Komm. Latschen, meine... Nein, Spaß, Air Force. Aha, Latschen, aber Bruder, vertrau mir, Sandalen oder Latschen im Sommer, ich zieh das an, vertrau mir, das ist geil. So an heißen Sommertagen, beste, beste. Morgen werde ich auf jeden Fall, morgen, vielleicht mache ich morgen sogar ein paar Bilder, Digga. Morgen Eid, Bayram, Digga. Ich weiß nicht, was ich da genau anziehen soll, ich habe 2 Outfits, wo ich weiß, die werde ich anziehen. Mal gucken. Beste im Garten, ja. Und sag mal, in der ersten Halbzeit legendäre Glatze. Nein, Bruder, morgen mache ich auf jeden Fall wieder Glatze. Konturen sind am Start, alles ist am Start, Digga. Morgen auf jeden Fall, im Stream auch. So nicht, Digga. Wenn ich jetzt ausziehe, Digga, dann habe ich diese Dings, Bruder. Kennst du, wenn man Mütze andersrum anzieht, also rückwärts? Dann hat man diese Dings, diese... Wie soll ich erzählen? Wie soll ich erklären, meine ich? Oh shit, da hat man diese... Kennst du diese Metallteile da? Man sieht halt diese Striche und so. Habe mir Boxerschnitt gemacht. Und Seiten 0 für Eid. Ja, stabil. Mach doch auch Glatze, Digga. Mach Glatze im Vollbart, Aves. Komm, Matteo. Bruder, was war das für ein Pass, Digga? War nicht mal. Egal, komm. Abo, Digga. Die haben einfach Matteo Darmian verletzt, Digga. Aber er ist ein Asker. Der verletzt sich nicht so schnell. Boxerschnitt ist ja fast. Glatze, Bruder. Jo. Nein, Bruder. Was ist dann Dings? Was sind dann 2, 3 Millimeter?
Was ist denn das? Also, guck mal, was ich eigentlich mache, das sind ja auch 1 Millimeter oder mal auch 2 oder 3 Millimeter, so weißt du, dass man auch so Dings sehen kann, die Konturen auf dem Kopf und so. Es ist ja auch von Dingen dann so eine Frisur, aber das ist ja auch schon für den einen oder anderen so eine Glatze, weißt du? Boxerschnitt ist ja, aber es kommt immer auf die Länge an, ne? Es kommt immer auf die Länge an, das ist halt auch so ein Ding. Wenn du jetzt oben jetzt auch ein paar Millimeter hast, dann ist das schon gefühlt Glatze. Aber für mich ist Glatze das, was du mit Dings machst, Digga. Full. Mit Dings Klinge, Digga. Das ist auf jeden Fall richtige Glatze. Für mich auf jeden Fall. Meinung zu Air Force? Boah, Bruder, ja, kann man auf jeden Fall machen, Bruder. Kann man auf jeden Fall machen. Aber was ich zum Beispiel nicht mag, ist, so, wenn Sachen in Hype sind, so, also was heißt Hype? Wenn jeder das hat, dann mag ich diese Sachen nicht mehr, weil das ist für mich dann irgendwie nicht mehr besonders. Also, jeder soll anziehen, was er möchte, so ein Oh no. Bruder, was war das für ein Joker, Digga? Was war das für ein Joker, Digga? Oh, sie morgen kommt von dir R9-Frisur, ja, genau. Bruder, was war das für ein Pass, Milo? Also auf den. Als ob ich den da schicken wollte, Bruder. Und, boah, was für ein Joker von mir. Naja, auf den, Digga, so. Ja, Bruder, ist Alba, was passiert ist, ne? Scheiße, Digga, ne? Aber die Weißen sind auf jeden Fall geiler. Ich hab gesagt, Fokus, Bro. Bruder, Fokus ist da, Bruder. Fokus ist da, Bruder. Fokus ist da. Wir haben Fokus über Fokus-Clan, Bruder. Aber im Stream war es sowieso, Bruder, schwierig. Oh mein Gott. Bruder, was ist hier passiert? Was war das denn, Bruder? Bruder, wir werden gerade von FIFA auseinandergenommen, Bruder. Guck mal, ich hab die... Digga. Oh, sie meldet dich bei Fokus Clan, damit du noch... damit wirst du noch Fokuser, ja. Nein, Bruder, ich brauch keinen Fokus. Ich brauch nur euch. Ich brauch nur euch. Ja, ist immer schwerer im Stream, weil du auch auf Chat achtest. Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Grund, Digga. Ich habe ja auch voll viele WL-Spiele auch so verkackt, ne? Wo ich in meinem Stream gespielt habe, aber... Aber egal. 3 Tore, Digga. Geh mal raus. Willst du, wollen wir raus, Digga? Sag's. Wir müssen kurz auf die warten, Digga. Also ich glaube rückwärts oder vorwärts. Kommt immer drauf an, ne? Was für Sachen man hat. Lust und Laune. Im Stream auf jeden Fall immer rückwärts, sonst würdet ihr mich nicht sehen, aber kommt immer drauf an. Es gibt manche Caps, die sehen einfach andersrum geil aus, passen auf jeden Fall auch mehr so zu einem Outfit, aber es gibt auch so Mützen, die passen einfach nach vorne mehr, Digga. Unterschiedlich. Schade, Bruder. Ich habe auf Kimpembe Road diese von den 300k geboten. Es dauert noch 11 Stunden, bis ich den vielleicht bekomme. Der ist 400k wert. Ja, ich glaube, Bruder, der wird schon bis diese 11 Stunden vorbei sind. Kann sein, dass er auch bei 350, 380 oder so ist, weißt du? Aber hoffentlich bekommst du den gut. Was machen wir, Mido? Guck mal, ich habe Suche eigentlich nur Solo, ne? Das sieht man auch unten. Das mit meinem Team. Okay, mach mal. Welche Formation spielst du, Bruder? Schreib mal eine Formation und so. Es werden bessere Karten kommen als Kimpembe. Ja, also die werden auf jeden Fall schon so ein gutes Niveau haben wie ihn, ne? Aber mal gucken, Digga. Stell dich mal vor, Digga, Kimpembe bekommt eigene Tots-Karte, Digga.
Letztes Jahr hatte der einfach eine Objective, ne? Einfach zum Erspielen. Einfach eine Totzkarte, Digga. Und dieses Jahr ist er einfach eine Maschine. Ihr werdet alle sehen, die 69k plus werden sich lohnen. Hoffentlich, Bruder. 422 und 41212. Okay, Bro. Ich weiß nicht Bescheid. Bro, zum Beispiel mein Medina FF. Hat Totz-Stats, ja. Yeah. Also, du hast jetzt. Wen hast du nochmal? Todibo und Medina, Bro, ne? Das ist schon gut, Bruder. Das ist schon gut. Aber Dings hat auch auf jeden Fall einen großen Einfluss, Digga. Wie viele Spiele auch in-game sind, ne? Deren CPU-mäßig. Aber komm, Bro, let's do it, man. Lass dich auf jeden Fall rasieren. Mein Medina hat bessere Stats als Todibo. Oha. Digga, warte mal, ich guck mal kurz die Werte von Dings an. Von Puskas, also die Sterne-Kombi und so weiter. Bevor ich da Wachsen mache. Boah, Bro, ändern wir die Trikots. Das ist schon gut ähnlich, yo. Die Trikots sind gut ähnlich, Bruder. Lila und Schwarz, Bruder. Das ist gut ähnlich. Hier, 3, ja, das weiß ich, aber was ist ein starker Fuß? Ein starker Fuß. Ist er Rechtfuß oder Linksfüßler? Er ist Linksfüßler, okay. Linksfüßler, er hat Außenriss noch. Okay, Außenriss. Links, ja, danke euch auf jeden Fall. Okay, die haben weißes Trikot, das ist gut. Stabilovic. Ah, jetzt bin ich blau, Bruder. Jetzt kurz umgewöhnt, Digga. Ja, Bruder, kurz einmal gewöhnen. Ich dachte, du bist das. Das ist das Schlimmste, Digga, wenn man dies umändern wieder muss. Umgewöhnen, meine ich. Aha. Meinung zu C23 AMG Coupé? Ja, kann man auf jeden Fall machen, Bro. Hauptsache, man hat ein Auto, was einem von A nach Z bringt, so weißt du. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber von den Benzern auf jeden Fall nicht das Modell, was so meins ist. Gibt es auf jeden Fall mehr andere Modelle, die mich mehr ansprechen. Schade. Nein, Junge, dieser scheiß Navas, Digga. Meinung zu Coupé und Cabrio? Oder beides haben auf jeden Fall deren Vor- und Nachteile, ne? Kurz. Beide haben auf jeden Fall deren Vor- und Nachteile. Aber das eine für Sommer, gell? Das eine auch für generell so Mafiosi-Wipes auch, gell? Ah, warte, die haben das gecheckt, Digga. Die haben das gecheckt. Sehr schön, Desai. Bruder, Desai, nein. Also, was war das für ein Pass? Schade. Lafond, Digga. Würdest du eher Coupé oder Cabrio fahren? Ah, Bruder, ich glaube. Coupé. Ich fühle nicht, wie Cabrio immer dieses Dach und so aussieht, weißt du? Nicht so meins. Das sieht nicht so geil aus, wenn der Dach drauf ist, weißt du? Raspadori. Uff, dieses Tag Team, yeah, man. Shit, Digga, wurde ein bisschen weggedrückt, Digga.
Was würdest du denn feiern, Aves? Erfahren. Beziehungsweise ihr. Was würdet ihr nehmen? Sehr schön. Schön den Körper eingesetzt, Varan. Nein, Digga, Wuschelkopf. Von Coupé oder Cabrio meinst du? Ja. Was würdet ihr fahren? Cabrio oder Coupé? They try to play me, so I don't go out without my blowout. Brought that 380, all of my brothers pray for their mothers, cause I can't tame them, got no answer, can't kill that cancer. How can you blame them? I was hoping I could be open with all my feelings, but now I take that bucky without no ceilings. I've been praying, but I ain't saying that I ain't stressing. I ain't moping, cause I'm just hoping I learn my lesson. I need G's for all my G's, so could you please try? Off your knees and on your P's, don't let your dreams die. I plant my seed to fill your need, to get your brain food. If you like me, you see, I give you strange moves. So I'm just praying for answers. I know that. Nein, Digga, ich glaube, das ist Abzeit. Schade. Cabrio ist halt geil für Sommer, aber auch Coupé auch geil. Aber ich glaube, würde auch eher Coupé und du? Coupé, Bro? Coupé. Coupé ist immer geiler, Bruder. Zum Beispiel bei Benza, Bruder. S63 Coupé, Bruder. Anders geiles Auto. Anders geil. Aber am liebsten, ich sag euch ehrlich, wenn hier Lowriders erlaubt wären, hier in Deutschland, direkt Lowrider holen, Digga. Direkt. Aber sind ja hier in Deutschland leider nicht erlaubt. Nur auf Privatgelände und so. Bamba. Abseits? Okay. Zum Glück kein. Kein Abseits. Nehmen wir mit, Digga. Meine C-Klasse, S-Klasse. S-Klasse auf jeden Fall geiler. C natürlich auch geil für diejenigen, die sich das auch leisten können. Das ist geil, Bruder. Aber wenn ich die Wahl hätte, oder wenn ich eins geschenkt bekommen würde, oder wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann auf jeden Fall S, ne? Boah, wie hat er den gehalten? Ich fahre Motorrad. Motorrad hat auf jeden Fall auch geile Vibes. 100 Pro. 100 Pro. Schade, Digga. Da nicht so viele Fee oder was? Oder hat 20 Jahre gebraucht, Digga. Shit. Ei, Digga, die wurden beraubt, Bruder. Die wurden beraubt. Mein Bruder hat eine C-Klasse. Stabil, Bruder. Nice. Bruder. Digga, aber was ist passiert, Bruder? Was ist passiert, Bruder? Oder die wurden gescammt. Aber kann auch sein, dass das Abseits wäre, Bruder. Kann auch sein, dass das Abseits wäre. Deswegen hat Chiri. Achiri abgepfiffen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Bruder, weißt du warum? Weil du Österreich-Flagge hinten hast, Bruder. Wegen Österreich-Flagge. Die dachten so, okay, Digga, einmal dagegen entscheiden, Digga, dann Arnautovic, Alaba und so kommen, Digga. Wie heißt eigentlich der Torhüter von Österreich? Weiß das jemand? Wie heißt eigentlich der Torwart von Österreich? Abo, ich bin ja blau, Digga, vielleicht wieder vergessen. Ah, schade. Österreich-Flagge, ja. Ja, Digga, Schiri hat Angst bekommen, Digga. Wer weiß, falsche Entscheidung, Digga, und kann sein, dass sein Auto abgebrannt wird, Digga. Kann sein, dass, kann sein, dass die seine Brotdose klauen, Digga, man weiß nicht.
post up, I'm gravy. Suede on the boat shoes, that's wavy. Chief rocker, young drop topper. Got the op stopper, that's Mando. Ain't that f***ing with me, but I see him doing what he can do. Endlich! Was sagst du zu E63 AMG, Bro? Das ist auf jeden Fall ein... Ich finde ein underrated AMG, Digga. Underrated. Ich finde auch, das ist... Die Älteren fand ich auf jeden Fall geil. Die hatten auf jeden Fall so deren... So... Damals so diese Modelle von 2014 und so. Nee, ich meine ab 14. Oh, boah, was passiert da gerade? Die hatten auf jeden Fall deren eigene Form. So diese, dieses Kantige. Das war schon geil. Und auch sehr laut, Digga. So ein richtig, die haben auf jeden Fall gebrüllt, Digga. Die AMGs. Underrated, meiner Meinung nach. Boah, Junge, wie kommen die da durch? Alparejo gemacht als SBC-Futter. Nice, Bro. Nice. Auf den, vielleicht kannst du den ja sogar gebrauchen, Bruder. Also als Auswechselspieler. You know. Teste den vielleicht sogar. Brudi, was sind das für Pässe? FIFA. Wichtig. Und was sagst du zu C63 AMG, Bro? Geil. Auf jeden Fall geil. Oder generell, wenn man mal einen AMG hat, Bruder, dann hat man ja schon was erreicht, Bruder. So, weißt du? Also, was ist erreicht, Digga? Das ist ja nicht der Sinn des Lebens. Oh, ich habe jetzt ein AMG und jetzt alles tipptopp, Digga. Digga, wie kommen die durch? Aber ist auf jeden Fall stabil, Bruder. Muss man auch erstmal erreichen. Vor allem, wenn man ein Auto hat, dass man auch den so halten kann, ne? Ist auch so eine Sache, ne? Viele holen sich ein Auto und dann, ja, können die das nicht mit der Versicherung machen. Das ist für den einen oder anderen zu teuer. Tank und so weiter und so fort. Das beste Auto sowieso E34. Sagst du? Nicht E36? Mein Bro, bin wieder am Start, hab dich vermisst, unser Internetrouter war am Arsch. Was geht ab, Yannick? Welcome in the stream, alles easy, Bruder. Alles easy, wir haben dich auch vermisst. Vor allem der Mido. Vor allem der Mido hat dich auch vermisst, Yannick. Der hat öfters gefragt, wo ist Yannick? Wo ist Yannick? Wo ist Yannick bei Tuning Trap? Wo ist Yannick im Chat? Der hat dich voll vermisst, Bruder. Welcome back, man. Alles klar? Passt leider nicht in mein Team, schade. Aber egal, gib's auf jeden Fall ab. Bro, noch ein Tor, please. Machen wir, Bruder, machen wir. Machen wir. Hey, Baby. Komm zu Dubai. Weißt du, ich sag dir ehrlich, der war nach oben gepasst, ne? Aber haben wir, Digga. Ehre, mein Mido ist denn da, ja? Mido mag dich übertrieben, Bruder. Mido. Mido ist wie so ein großer Bruder, kann ich euch sagen. Wenn er mit euch gut ist, dann ist er für euch da wie so ein großer Bruder. Und wenn ihr Stress habt, kommt er sogar aus Österreich dahin, wo ihr lebt. Ey, das ist ein VLAN. Sprit damit nur teurer wie AMG, ja. Am Ende, du musst Dings. Am Ende, du kannst nicht mal Dings Miete bezahlen, Digga. Du musst dann so ein AMG schlafen. Mosi oben, guck ich mir gleich an, Bruder.
Schiri, gib doch einmal Foul, Bruder. Ich häng da so fest, gell? Habe ich. Ich bin auf jeden Fall hinten, Bruder, keine Angst. Ich lese auf jeden Fall gleich weiter, Leute, keine Angst haben. Eieiei, egal, aber AMG wichtiger als Wohnungen wegen Chias, ja, ja. Was sagst du, Ferrari 48 Spade oder La Ferrari? Bro, La Ferrari ist einer der geilsten Autos, Bro. Was sagst du zum Tots und die Preise von den Karten? Zum Beispiel Gnabry, der ist unter 100k. Bruder, es ist geil für diejenigen, die nicht so viele Coins haben, die können sich auf jeden Fall eine geile Mannschaft bauen. Nicht so cool für diejenigen, die mal so einen Tot ziehen und denken, ey, ich will Coins machen und so, weißt du? Aber wir haben auf jeden Fall rasiert. Junge, Junge, Junge. Ja, auf den, Digga. Auf den. Aber generell, Tots ist geil, Bruder. Tots ist geil. Jetzt noch ein, zwei Monate FIFA intensiv durchballern und dann ist FIFA auf jeden Fall durch. Ey, die haben sogar Twitch, Digga. Wollen wir abchecken? Nein, wurde gekickt. Was ist mit dem Server los? Ich hoffe, dass du hast noch deinen Sieg bekommen, Bruder. Aber du hast noch deinen Sieg bekommen. Meinung zu Golf 4? Bruder, ist halt ein gutes Startauto, ne? Kommt aber auch auf den Jahr an, welche man hat, aber Golf 4 kann man auf jeden Fall machen, Bruder. Kann man auf jeden Fall machen. Bruder, von Dingen her, Bruder, ich bin jetzt nicht so einer, der immer unbedingt sagt, das, dies, das, tralala, weißt du, weil ich habe immer diese Meinung im Kopf, einfach Alhamdulillah haben, so, Alhamdulillah-Modus, Hauptsache du hast was, egal, was auch an Essen, Auto, Kleider und so, weißt du. Ein letztes Spiel, ja, ja, komm, letztes Spiel. Hoffentlich schon wir winnen, Digga, und dann mache ich auf jeden Fall weiter, bis ich verliere, Digga. Ich will heute noch versuche gleich auf jeden Fall den Checkpoint zu erreichen. Sü, ja. Candy Boy, Bro, wo bist du eigentlich? Wo bist du denn eigentlich? Du bist schon DV1, bist du auch noch 2, was geht bei dir, Bruder? Mido-Typ hat teures Auto-Team. Meinung zu Audi, Bro. Auch geiles Auto, Bruder. Geiles Auto. Aber wenn ich so ein Ranking machen würde zwischen den drei deutschen Top-Autos, auf denen, wenn man jetzt Benza, BMW und Audi nehmen würde, Benza wäre natürlich ganz oben, danach BMW, danach Audi. Bin noch 2 nicht angegangen zu zocken. Achso, okay. Ich bin gerade 2. Okay, ich glaube, die meisten sind auf jeden Fall alle von uns 2. Ja, Leute, lasst uns auf jeden Fall versuchen. Alle auf jeden Fall bis Dienstag, dass wir alle DV1 sind. Und dann, wenn wir es schaffen, dann noch Elite zu kommen. Wenn nicht, dann spätestens nächste Woche. Jeder muss Elite sein. Jeder muss nächste Woche Elite sein. Wenn nicht, dann bin ich sauer auf euch. Ein Spaß. Komm. Bin gerade noch 3, okay.
Versuch du auf jeden Fall demnächst noch eins zu kommen, auf entspannt. Und nächste Woche spätestens eins, wenn es geht. Uff. Oder deine Trikots, sage ich dir ehrlich, Bro, das ist schon Katastrophe, Bruder. Auf den dunkle Trikots, Alba ein bisschen. Komm. Komm, Bruder, den Win nehmen wir mit, Bruder. Müssen wir mitnehmen. Digga. Bamba hat ihn auseinandergenommen. Schade, schade. Jetzt bin ich eins, endlich stabil. Stabil. Wenn du jetzt schon eins bist, sehr gut, Bruder. Deiner, Mido, deiner, 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 deiner. Mido, schade. Meinungs- und schnelles gewiss Gewicht, wie er so schnell dick geworden ist. Ah, Bro, er war wahrscheinlich zu oft Türkei, paar Baklavas essen, weißt du? Dann ist er nach, dann ist er nach Mailand gegangen, also besser nach Italien, hat da zu viele Pizzas gegessen, zu viele Pastas, Bruder, und hat ein bisschen so zugenommen. Aber nicht so nice, jo. Garincha. Schade, yo. Also irgendwie bin ich glücklich, dass Okocha gezogen hat. Feiert den irgendwie, mein nigerianischer Bruder. Aber Bro, warte, mein Fehler. Aber ich hab den noch geklärt, Digga, warte. Digga, warte. Oder man vergisst ab und zu, dass man diese blau ist, Digga. Ich sag dir ehrlich. Guck mal, was war das jetzt für ein Pass, Digga? Ja, Bruder, freut mich, dass du auf jeden Fall happy bist, dass du den gezogen hast. So muss das sein, Bruder. So muss das sein. 4-4-2, yeah. Wieso spielen so viele Ericsson-Fans? Ist der wirklich gut? Der ist geil, Bruder. Der ist geil. Also, ich habe den kaum gesehen bei Leuten. Ich habe den kaum gesehen. Also, wo ich den so bei Objectives und so benutzt habe, bei Premier League und so. Ich finde die cool, Bruder. Vor allem, ich habe die einfach umsonst in mein Team gehabt. Kann man auf jeden Fall machen. Das ist kurz, oder? Boah, schade. Junge, was war das für eine Animation, Digga? Keeper. Man, read my message, you Glasskopf, ey. Ey, this is not just chatting. This is not just chatting that I have to read every message, you know. I'm in a gameplay, you have to wait.
until I read your message. You know what I mean? Donkey Kong, komm. Sehr schön, Puskas. Ich spiele jetzt noch ein, zwei Runden Rivals in Pen. Ja, Bro, bei mir das Gleiche. Bei mir das Gleiche. Also, wie kann das Land Niger wie das N-Wort heißen? Oder ich weiß nicht. Also, das, die heißen ein. Oder nicht, dass ich das jetzt sage, dann irgendwas mit Stream passiert, aber. Ich weiß nicht, Bruder. Das hat wahrscheinlich irgendeinen Hintergrund, Bruder. Weiß ich nicht. Bruder, die müssen wir besiegen. Ja, machen wir, Bruder. Wir müssen theoretisch jeden besiegen, so weißt du? Theoretisch. Aber ich habe so ein Gefühl, Bruder. Also das sagt mein Gefühl. Ich glaube, wir waren mit meinem Team ein bisschen so aggressiver, ein bisschen geiler, oder? Oder was sagst du? Oder vielleicht kann es auch einfach an diese scheiß Farben liegen, weißt du? Vielleicht kann es an diese Farben auch liegen. Das ist halt gut Dings. Man kommt durcheinander ab und zu. Du und Mido seid Cheats. Wir sind gut, Bruder. Wir verstehen uns in- und auswendig, aber Anstoßglitch, Digga. Shit. Wir sind immer besser. Gute Herr Merbi. Ja, Mann. Nein, komm, Bruder, wir machen das. Ey, jetzt werde ich nicht reden, Digga. Das Game gewinnen. Ach, Mosi redet die ganze Zeit. Ja, Bruder, das ist das Ding, Digga. Ich sag's, ich werde dich mal reden, aber dann so zwei Sekunden später immer. Aber eine Sache habe ich auf jeden Fall eingehalten. Ey, nein. Ey, guck mal, respektlos, Digga. Respektlos, Digga. Auf den, Digga. Oder komm, wo er den Ball gespielt hat. Müssen wir diese Controller anmachen, damit man sehen kann, was ich mache. Guck mal, oh mein Gott, Bruder. Holland Mido, Digga. Und wir könnten gleich Korb, wenn sie Bock hätten. Nein, Bro, ich werde vielleicht. Vielleicht werde ich, glaube ich, Dings solo oder gar nicht spielen, weil es ist schon gut spät, weißt du? Alle müssen wieder ein Info bekommen, weil er 3 Tore geschossen hat. Wenn er nicht bekommt, wäre dumm. Mido, Mosi, wie lange kennt ihr euch schon? Aber Bruder, wie lange wir uns kennen? Also wir kennen uns ja nicht persönlich, wir kennen uns ja nur durch Chat und so, weißt du? Aber Mido, seit wann bist du auf dem Kanal, Bruder? Den seit wie vielen Abos? Dann könnten wir ungefähr gucken. Ich glaube, er kann das am besten beantworten, der Mido. Aber schade, Digga. Die haben auf jeden Fall deren Bälle reingeballert, Digga. Shit, wieder 1-2. Wenn ich 2 Spiele gewinne, ich müsste theoretisch 3-mal hintereinander gewinnen. 3-mal hintereinander gewinnen, Digga. Dann wäre mal beim nächsten Checkpoint, aber das würde viel zu lange dauern, Digga. 36 Minuten. Ich gehe, glaube ich, jetzt auch off. Obwohl ich eigentlich gerne bei euch noch bleiben würde. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall mich vorbereiten für morgen. Keine Ahnung, 2 Monate sowas. Krank, ja, man. Krank auf jeden Fall. Na, ich glaube, ich werde auf jeden Fall morgen weitermachen. Es würde viel zu lange dauern. Komm, nein. Morgen, Bro. Was heißt morgen? Wir gucken. Wir gucken. Wir gucken. Aber voll schade, komm, Xbox-Leute da. Ja. Wir haben einige. Wir haben eigentlich. Wir haben mindestens 10, 15 Leute, die Xbox spielen, aber.
keine Ahnung, wo die sind. Aber ist mal so, mal ist der eine da, dann ist der andere nicht da. Mal ist der da, der andere nicht. Aber hauptsächlich, die meisten sind ja lazy, weißt du? Okay, gute Nacht, my friend. Good night, Kardesh. Okocha. Okocha ist gut. Yeah. Bro, Mies verkackt am Ende. Bro, wir haben richtig gut gestartet. Wir haben gut gestartet, am Ende ein bisschen reingechoked. Aber am besten sowieso Mido, wenn man so Offstream spielt, weißt du? Offstream habe ich auch öfters mal mit Kani gespielt, also mit Hedinho. Oder da sind wir durchgebrettert wie sonst was, weißt du? Vor allem mit Party und so, weißt du? Aber egal, Bruder. Ist halt so, Bruder. Kann man leider nicht mehr ändern. Ja, aber ich werde, glaube ich, mindestens morgen versuchen. Ich werde morgen... Boah, ich werde ja eh so früh wach sein. Vielleicht werde ich morgen 100 pro. Ich werde morgen auf jeden Fall Elite, ich sag schon Elite Dings kommen. Die W1 will ich auf jeden Fall morgen sein und dann bis Donnerstag, also von Montag bis Donnerstag will ich versuchen, Elite zu kommen. Wenn nicht, dann mindestens in den zweiten Checkpoint. Geh jetzt, Bro, gute Nacht, wünsche ich dir. Erwarte dich morgen privat. Niemals. Niemals. Erwarte niemals was von mir. Nein, Spaß. Nein, Bro. Okay, Bro, gute Nacht, schlaf gut und zockt nicht so viel. Wann bist du morgen on? Boah, gute Frage, aber wahrscheinlich ab 9.30 Uhr so, weißt du? Ich bin ja immer so zwischen 9.30 Uhr bis 10 Uhr on. Aber das war ja wegen dem Fastensmonat so. Jetzt kann es sogar ein bisschen früher sein, aber am besten immer an alle einfach Glocke aktivieren, dann bekommt ihr direkt Bescheid. Ich würde mal sagen, ich gehe mal in Dings rein, ins Endbildschirm. Auf den professionell und sowas. Okay, Bro, gute Nacht, schlaf gut alle und zockt. Achso, das habe ich schon gelesen. Private Session oder Live Session. Let's see, Brother. Maybe nothing from both. Will PlayStation jemand Koop spielen? Ja, Kani Boy, wenn du möchtest. Connecte dich doch mit TK, so weißt du. Also, Jungs. Jetzt kommen wir einfach zum Dings. Wir kommen einfach jetzt zum Fazit. Was ist zum Fazit? Zum Endwort, Leute. Bleibt alle gesund. Bleibt glücklich. Okay? Leute, diejenigen, die morgen Bayram oder Eid feiern, ist ja das von Dinge das Gleiche. Wenn ihr es morgen feiert, auf jeden Fall einen Festtag an euch und eure Familie. Diejenigen, die das nicht feiern, euch natürlich auch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt immer glücklich, immer positiv bleiben. Wenn was ist, kommt in den Stream. Wenn ihr schlechte Vibes habt, wir sorgen dafür, dass der Stream und Chat dafür sorgt, dass wir alle gute Vibes haben, okay? Bleibt gesund, danke für euren Support. Nächstes selbstverständlich, wir sehen uns morgen. Safe ab 9.30 Uhr oder 10 Uhr. Diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, gerne ein Abo da lassen. Und falls ihr noch nicht geliked habt, gerne ein Like da lassen. Immer noch nach oben pushen. Wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall auch das erreicht, was wir heute erreichen wollten. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen, okay? Bis morgen.